gleich nochmal 3, 2, 1 und dann geht's los. Okay. Und zwar 5, 4, 3, 2, 1. So, dann einen schönen guten Morgen. Hier aus Regensburg. Herzlich willkommen zum Online-Seminar Schritt für Schritt zur digitalen Sichtbarkeit. Ich sehe, dass eigentlich schon fast alle Teilnehmer drin sind. Das ist wunderbar. Ich hoffe, Sie sind fit. Wir brauchen jetzt ungefähr eine Stunde oder anderthalb, je nachdem, wie viele Fragen Sie haben. Und ich führe Sie durch dieses Thema hier durch. Bitte nicht wundern, die Kamera habe ich gerade deaktiviert, aufgrund dessen, dass das in der Ansicht hier für mich so einfacher ist zum Sprechen. Es ist wichtig zu sagen, dass dieses Online-Seminar heute über die IHK Regensburg durchgeführt wird und ich selbst über das Mittelstand-Kompetenzzentrum Handel für Sie heute dieses Thema mit Ihnen durchgehen werde und Ihnen zeigen werde und eine Übersicht geben werde, welche Schritte für eine digitale Sichtbarkeit im Internet notwendig sind teilweise, aber welche auch, welche Auswahl Sie haben, um Sie einfach auf Ideen zu bringen. Genau. Wir fangen mal ganz kurz an. Für diejenigen von Ihnen, die mich hier auch teilweise in Regensburg mit anderen, in der Vergangenheit stattgefundenen Seminaren noch nicht kennen, wer sind wir? Wer bin ich vor allen Dingen? Was machen wir? Die IHK Regensburg hat uns über das Mittelstand-Kompetenzzentrum Handel beauftragt, für Sie heute dieses Online-Seminar durchzuführen. Grundsätzlich ist das Kompetenzzentrum Handel eine Förderinitiative vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Sie können gerne die Folien auch im Nachgang bekommen. Das werde ich dann veranlassen. Da können Sie es nochmal nachschauen. Hier sieht man einfach, dass wir in Deutschland breit und flächendeckend aufgestellt sind. Es gibt mehrere Kompetenzzentren. Jedes Kompetenzzentrum hat eigene Themen. Bei uns schaut es so aus. Wir sind praktisch zu viert. Das Institut E-Research an der Universität Regensburg, wo ich angestellt bin, hier eben in Regensburg, der HDE, das IFH in Köln und das EHI. Wir zusammen bilden dieses Kompetenzzentrum Handel und sind mit vielen Themen unterwegs, die Sie auf der rechten Seite sehen. Dazu zählen Social Media, Warenwirtschaftssystem, Online-Shop, aber auch KI, also künstliche Intelligenz. Alle möglichen Themen, die wir unter uns aufgeteilt haben, wo jeder von uns seine Schwerpunkte hat und eben zu den Themen berät. Und in dem Fall jetzt leider wegen Corona Online-Seminare und Webinare hält, um Sie zum Thema Digitalisierung fit zu machen. Was bietet das Kompetenzzentrum Handel grundsätzlich an? Vorträge für Großveranstaltungen. Wir haben normalerweise ein Digitalmobil, das durch Deutschland fährt und den Leuten wirklich zum Anfassen Digitalisierung und Lösungen vorbeibringt. Gerade in ländlichen Regionen war sehr beliebt, durften wir jetzt natürlich nicht mehr machen. Aber ganz wichtig, vielleicht am Ende auch noch der Hinweis, es gibt auch Unternehmenssprechstunden, die wir anbieten, die sind kostenlos, wo Sie sich auch an uns wenden können mit individuellen Fragen. Ansonsten finden Sie eine Menge Leitfäden, Checklisten und Infoblättern. Alles über diese Website im Rahmen dieses Kompetenzzentrum Handels. Genau. So viel dazu zu der Förderinitiative und natürlich auch ein bisschen Werbung. Das ist ein ziemlich großes Projekt, was wirklich für kleine und mittelständische Händler ins Leben gerufen wurde, um ihn bei diesem ganzen Thema zu unterstützen, weil es natürlich viele Themen sind, weil es natürlich komplex ist. Das wissen wir alle. Und wir versuchen bestmöglich zu informieren, Hilfestellungen zu geben, etc. pp. Genau. Wer bin ich? Wer sind wir? Also das Kompetenzzentrum als solches ist ein Konsortium, es ist ein Zusammenschluss. Ich selbst sitze hier in Regensburg, in dem Gebäude, was Sie da sehen. Das Institut gibt es schon lange, seit 93. Insgesamt sind wir ungefähr 20 Mitarbeiter. Ich selbst habe vorher 10 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet und bin da Spezialistin für Online-Shops, Webseitenoptimierung, Usability etc. pp. Das heißt, ich habe bei mehreren Unternehmen eigene Projekte gemacht, geleitet, und diese umgesetzt und bin jetzt praktisch auf der anderen Seite unterwegs
und berate in dem Fall eben für das Institut. Genau, und heute eben hier für die IHK Regensburg möchte ich Ihnen in ungefähr der nächsten Stunde, anderthalb, diese Themen näher bringen. Das heißt, ich gebe Ihnen einen Überblick zum Thema Google My Business, lokale Initiativen, Webplattformen, Kundenkommunikation und das Thema eigener Internetauftritt. Jedes Thema an sich könnte man auch im Ganztagesworkshop alleine behandeln. Also das heißt, das heute dient hier dazu, Sie für diese Themen zu sensibilisieren, Ihnen zu sagen, was es ist, worum es geht und wo man am besten wie anfängt. Grundsätzlich finden Sie zu all diesen Themen natürlich gesonderte Veranstaltungen, wo man zum Beispiel nochmal in die Tiefe geht, gerade was Google My Business angeht, wo kann ich diesen Eintrag wie machen, was, welche Tools kann ich da nutzen und so weiter. Das würde heute hier in der Kürze der Zeit einfach zu tief führen, aber ich gebe Ihnen halt einfach einen Überblick, um Ihnen zu zeigen, was ist das, wozu braucht man das. Und ich erlebe immer wieder, gerade was mir ein bisschen fehlt im Moment bei meinen Präsenzveranstaltungen, wirklich das Aha-Erlebnis zu sagen, ach so, deswegen machen die anderen das und deswegen ist das so wichtig. Es ist im Grunde genommen jetzt im Einzelnen kein Hexenwerk. Also es muss Ihnen keine Angst machen, es macht Spaß. Für alles ist es genau wie für den Aufbau eines Geschäfts notwendig, sich zu informieren und Wissen zu generieren. Das tut man nicht von jetzt auf gleich, sondern das kommt nach und nach. Das heißt, hier muss man selber mit sich auch Geduld haben, das Thema, das ein oder andere Thema einfach langsam anzugehen, und alles kann man sowieso nicht selber machen. Das heißt, in den meisten Fällen braucht man Hilfe, entweder indem man sich Mitarbeiter einstellen kann oder indem man sich einen Dienstleister engagiert, der für eine gewisse Arbeiten übernimmt. Das ist in den meisten Fällen einfach nicht schaffbar. Aber dazu sage ich später auch nochmal was. Genau. Mit welchen Medien kann man also digitale Sichtbarkeit erzeugen? Digitale Sichtbarkeit meint immer, wie ich, und ich ist das Unternehmen gemeint, gut, es gibt auch die private Person, aber in dem Fall, wie das Unternehmen im Internet gefunden werden kann. Das geht natürlich durch die eigene Website, kennt jeder, aber Google My Business habe ich hier mit Absicht in die Mitte getan. Thema Social Media, Plattform und lokale Initiativen, all das ist auch notwendig für digitale Sichtbarkeit. Warum, das sage ich Ihnen noch und wie das miteinander zusammenhängt. Es gibt eine Vielzahl mehr, die ich hier bewusst rausgenommen habe und mir überlegt habe, was macht Sinn, Ihnen in der Kürze der Zeit vorzustellen und zu zeigen. Weil natürlich gibt es noch viel mehr Themen wie Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und, was man nutzen kann, um je nachdem, wie groß man ist, wie man auch Kunden gewinnen möchte und kann, da weiter voranzuschreiben. Wichtig ist, und das sage ich allen, bevor man wirklich Geld in die Hand nimmt, jetzt mal abgesehen davon, ein Dienstleister, der einen vielleicht eine Website erstellt und so weiter. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, man muss wie bei allen Sachen seine Hausaufgaben machen. Man muss eine Grundlage haben, weil wenn ich eine schlechte Website habe, dann nützt es nichts, in Werbung zu investieren, schon gar nicht im Internet. Ja, also das heißt, es muss eine Basis da sein. Dafür müssen Sie die Kenntnisse und das Verständnis selbst haben, auch wenn Sie einen Dienstleister engagieren. Und ich glaube, das ist den wenigsten bewusst. Zumindest ist das mein Eindruck in meinen zahlreichen Veranstaltungen gewesen, die ich schon gehalten habe. Wenn man dann durch die Themen nach und nach auch mal durch ist, dann fühlt man sich auch einfach sicherer im Umgang mit Agenturen, dass man das Wissen hat, um sich so weit zurechtzufinden. Dazu muss man nicht in die Tiefen alles verstehen, aber man weiß, worauf es ankommt. Und dann kann man natürlich ganz anders auf Augenhöhe miteinander mit einem Dienstleister, der ja Geld von einem möchte, kommunizieren. Das heißt, ich fange mit Ihnen jetzt mit Google My Business an. Grundsätzlich ist Google My Business ein Produkt von Google. Das ist eigentlich der Ersatz für die gelbe Seiten. Also es ist ein Branchenverzeichnis für lokal ansässige Unternehmen. Achtung, es ist auch möglich, das für nicht lokal ansässige Unternehmen zu machen. Ist aber ein anderes Thema. In erster Linie ist es für lokal ansässige Unternehmen, und das haben Sie sicherlich schon zahlreich genutzt, wenn ich bei Google ein Unternehmen suche, dann möchte ich natürlich gleich den richtigen Treffer, die richtige Anzeige haben. Ich möchte die notwendigen Informationen haben und die Anzeige natürlich in der Karte. Jetzt kann man
Google, ich sag mal so, verfluchen, wenn man so möchte. Es ist aber so, dass über 90% der Suchanfragen, gerade was Deutschland anbelangt, es gibt ganz wenige Länder, die eine Ausnahme sind, wie Russland und China. Aber sonst ist es eigentlich weltweit Google führend. Und wenn ich nun mal zu meinen Kunden möchte, muss ich nun mal das Tool nutzen, was die Kunden nutzen. Und die nutzen nun mal Google. Die Suchmaschine ist natürlich gigantisch, aber sie hat natürlich auch Power. Also ich selber nutze Google auch. Ich habe es auch mit anderen versucht, wie Startpage und so weiter, und komme dann trotzdem immer wieder zu Google zurück, weil einfach die Suchanfragen, die Trefferanzeigen einfach besser sind. Und ich mittlerweile natürlich auch im Umgang mit der Technik sehr viel schneller geworden bin, sehr viel ungeduldiger damit auch. Das heißt, bin ich irgendwo, muss lange suchen und recherchieren, dann bin ich auch ganz schnell weg. Von daher können Sie natürlich auch bei Apple Maps noch Einträge machen, die neben Google Maps auch noch bekannt sind. Aber grundsätzlich ist der Google My Business Eintrag der führende. Das Besondere ist, es ist kostenlos, es ist großflächig. Das haben Sie sicherlich schon mal gesehen. Und Sie können mit dem Produkt Google My Business wirklich mittlerweile sehr viel nutzen. Da sind auch eine Menge Features drin, die ich selbst auch schon ausprobiert habe, die einfach für jemanden, der auch also wenig Technikverständnis hat, weil ich brauche es ja eigentlich gar nicht, ich muss nichts anderes können, außer Informationen ausfüllen und Produkt, also Bilder hochladen, so nutzen kann, dass ich allein mit dem Google My Business Eintrag ohne eine Webseite zu haben, unglaublich viel machen kann und erreichen kann. Sie finden die Informationen auch nochmal unter den Link, den ich hier anzeige. Wie gesagt, Sie werden das Ganze als Handout nochmal nachgereicht bekommen über die IHK Regensburg. Machen Sie sich also keine Sorgen. Sie können das da alles nochmal nachlesen. Aber wenn Sie bei Google My Business googeln, ja, dann finden Sie das natürlich auch alles, die Informationen. Was heißt das aber jetzt? Also warum machen die Leute das? Und ja, es ist klar, dass keiner mehr die fetten gelben Seiten zu Hause hat und da noch reinschaut. Aber ich kann mich noch daran erinnern, ich bin als Kind damit aufgewachsen. Das heißt, wenn es hieß, wir brauchen einen Handwerker, wurde das gelbe Seitenbuch geholt und nachgeschaut. Und wenn der Eintrag da nicht drin ist, wusste ich ja nicht, welchen Handwerker es gibt. Ich habe mir also den Handwerker ausgewählt, der da in den gelben Seiten verzeichnet ist. Und da waren ja viele, ne? Und deswegen haben sich alle entsprechend Mühe gegeben mit ihren Anzeigen. Nichts anderes ist Google My Business. Das ist Ihre Werbeanzeige in den Suchergebnissen und größer und besser geht's nicht. Und Sie können alles pflegen von Produktfotos, von Videos, die Sie hochladen können. Sie können da sogar Banner einpflegen. Sie können da Veranstaltungen bewerben. Sie können alles Mögliche machen. Das wissen die meisten gar nicht. Deswegen kann ich Ihnen auch empfehlen, vielleicht dazu nochmal ein tiefergehendes Online-Seminar zu besuchen. Aber grundsätzlich ist es so, ich gebe jetzt beispielsweise bei Google, hier habe ich mir einfach mal ausgesucht, Schuhe Mindelheim an. Und wenn Sie das eingeben, das kennen Sie ja, dann kommen praktisch schon Vorschläge von Google. Diese Vorschläge sind nicht wahllos. Ja? Das sind Vorschläge von den meistgesuchten Begriffen, Standorten zu meiner jetzt gerade eingegebenen Suchanfrage. Ja? Also Schuhe als eine Sache, ist schon mal ein Stichwort für Google. Mindelheim, also die Stadt, ist das zweite Stichwort. Google weiß in dem Moment schon, dass ich stationär suche. Ist ja ganz klar, sonst würde ich die Stadt nicht eingeben. Ja? Sonst würde ich nur Schuhe online einkaufen geben oder nur Schuhe kaufen. Aber in dem Moment, wo eine Stadt dahinter folgt, weiß er schon Bescheid und gibt mir hier drunter ja auch gleich Vorschläge. Also Kernschuhe, Gabor-Schuhe. Also anscheinend suchen auch viele nach Marken. Aber dann kommt dann unten auch schon Nertinger Schuhe, also ein Schuhhaus. Drücke ich jetzt bei Schuhe Mindelheim auf Enter, erscheint dieses Suchergebnis, was Sie da sehen. Das heißt, ich finde über 200.000 Ergebnisse, sagt er mir an. Wie Sie vielleicht selber in Erfahrung bringen, meistens klickt man nicht mal mehr die zweite Seite. Man guckt sich die erste Seite an und möchte dann schon das Ergebnis haben. Deswegen sind alle darauf bestrebt, möglichst ihren Eintrag so gut wie möglich zu machen und auf der ersten Seite zu erscheinen. Weil man einfach weiß, dass die wenigsten Leute noch auf Seite Suchergebnis 2 und 3 gucken, um zu sagen, ja, ich schaue mal, was da halt noch ist. Dafür ist eben Ihr Google My Business Eintrag so wichtig. Könnte rein theoretisch auch jemand anders für Sie machen, auch ein Kunde. Ist aber blöd, weil der Kunde wird sicherlich nicht dafür sorgen, dass die Einträge wie
Öffnungszeiten und so weiter aktuell sind. Es gibt aber Kunden, die das anlegen, weil sie sagen, ha, ich bin hier lang geschlendert, das ist ein kleines, nettes Städtchen, das ist ein total tolles Geschäft, ist ja gar nicht bei Google. Dann könnte ich für Sie praktisch diesen Eintrag hinterlegen. Das ist nett, aber das ist in dem Fall blöd, weil der Inhaber dieses Geschäftes dann schwer wieder an diesen Eintrag rankommt. Also machen Sie ihn selber. Kann ich nur empfehlen. Wenn ich also Schuhe Mindelheim eingebe, sehen Sie ja hier unter dieser Kartenansicht, wo schon die ersten roten Bubbles verzeichnet sind, eben jene Kernschuhe Gabo Outlet Mindelheim und Schuhhaus Nerdinger. Er zeigt mir hier erstmal die vom Stadtkern an, weil ich habe ja Mindelheim eingegeben, habe das nicht weiter konkretisiert. Ich habe keinen Straßennamen eingegeben und so weiter. Deswegen geht Google erstmal vom Stadtkern aus. Und dann nimmt er natürlich die Einträge, wo er schon Google My Business Einträge hat, weil er weiß, hier habe ich genug Informationen, die kann ich dem Suchenden zur Verfügung stellen. Und wenn das viele machen, dann wird weiter selektiert. Wer hat seine Daten hier aktuell gehalten? Wer hat hier Kundenbewertungen etc. etc. Und Google entscheidet dann praktisch, die Suchergebnisse so anzuzeigen, dass es möglichst relevant für den Nutzer ist, der danach sucht. Das heißt, je besser Sie Ihre Anzeige pflegen, je aktueller sie ist. Ja, Google guckt auch, Sie müssen sich halt mal öfters einloggen, was weiß ich, korrigieren mal Öffnungszeiten und so weiter. Das war jetzt gerade für Corona, da wurden viele Schuhe auf geschlossen gesetzt und die meisten Unternehmer wussten gar nicht, wie sie das wieder ändern können. Solche Sachen halt, ja. Das ist wichtig und dann selektiert Google praktisch danach in den Suchergebnissen. So, kleinen Moment bitte. Genau. Wenn wir jetzt hier zum Detaileintrag kommen, also ich habe mir jetzt einfach mal den Schuhhaus Nerdinger hier ausgesucht. Wie gesagt, war eine rein fiktive Suche jetzt hier. Dann habe ich ja, wenn ich mir dann einen aussuche, kriege ich diese Anzeige. Ich bin immer noch bei Google, ich bin noch nicht auf der Webseite. Die haben eine Webseite, wie Sie sehen können. Das sehen Sie an dem Button Webseite, Route und Speichern. Dieser Website-Button erscheint automatisch, wenn Sie in Ihrem Google My Business-Eintrag eine Website www, was weiß ich, schuhhausnertinger.de hinterlegen, dann erscheint das automatisch und man kann da automatisch dann drauf klicken als Kunde und auf der Website sich gerne nochmal informieren. Aber erstmal bin ich jetzt hier. Ich sehe die Kategorie des Betriebes, Anschrift, Öffnungszeiten, Telefon, Fotogalerie. Bitte nicht unterschätzen, gerade das ist sehr wichtig, auch für ein Schuhhaus. Auch von außen gerade wichtig, weil es ist schön, dass da Maximilianstraße 52 steht. Aber jetzt stellen Sie sich vor, ich sitze im Auto, ich lasse mich natürlich hin navigieren. Aber es ist schön, wenn ich vorher das Bild schon gesehen habe, weil wenn ich selber dran vorbeifahre, die kleinen Hausnummern, die sieht man so gut wie gar nicht. Oder mittlerweile habe ich das Gefühl, die sind irgendwo sonst wo angebracht. Durch dieses Bild allein, wenn ich mit dem Auto vorbeifahre, egal was mir mein Navi anzeigt, sehe ich dann schon, ah, da hinten ist es und kann schon nach einem Parkplatz suchen. Es erleichtert mir viel. Also sowas und nicht unterschätzen und dann auch von drinnen einfach Fotos, weil ich dann schon einen Eindruck habe, wie die Auswahl in dem Geschäft sein wird. Also wie groß ist es da? Entspricht mir das? Möchte ich da hingehen? Darunter dann Bewertungen und weiter unten noch die Google-Bewertungen. Ich sage mal im O-Ton von Kunden, Besuchern, die teilweise, also nicht immer schreiben die Texte. Manchmal gibt es auch nur einen Stern ohne Kommentar, weiß man nicht. Manchmal gibt es 5 Sterne, ja, auch ohne Kommentar. Hier gibt es 5 Sterne, super Auswahl und sehr freundlich. Das ist wunderbar, aber nicht jeder Kunde schreibt auch dazu was. Wenn die was dazu schreiben, umso besser. Kleiner Hinweis hier, ich habe immer wieder in meinen Seminaren die Diskussion, ich möchte aber gar nicht, dass mich die Kunden da bewerten. Also das ist sehr nett, dass sie das nicht möchten, aber das tun die Kunden eh. Also wie ich sagte, ich kann auch Sie als Unternehmen da anlegen und dann eine Bewertung dazu schreiben. Ja? Der Vorteil hier ist, die Google-Bewertungen, auch wenn sie nicht immer hundertprozentig sind, da schreibt er hier einer 3 Sterne und da gibt es auch Doc Martens Ausrufungszeichen. Er war also total begeistert, hat aber gar nicht begründet, warum er keine 5 Sterne gegeben hat. Das muss auch nicht sein. Wenn Sie selber online einkaufen, nutzen Sie diese Bewertung vermutlich auch selber, gerade bei Produkten.
Und ich weiß nicht, wie Sie das handhaben, aber ich tue es dann so, ich gucke mir die positiven Bewertungen an, das ist alles schön. Ich gucke mir auch mal die schlechteren und mittleren an, weil die mir einfach einen guten Eindruck geben und entscheide dann für mich selbst, ist es relevant, oder würde mich das jetzt abschrecken? Also man muss nicht immer 5 Sterne haben, das ist auch nicht realistisch, sondern gerade sowas wie 4 oder 3 Sterne halte ich dann als Nutzer mittlerweile auch einfach für in dem Fall real, weil es natürlich auch Leute gibt, die bedauerlicherweise ihre Bewertungen faken. Und dann wird bei Freunden und Bekannten einfach mal gefragt, die sollen alle 5 Sterne geben. Das ist ja nicht realistisch. Ja, also ich möchte ja als Kunde, bevor ich zu Ihnen komme, einen realistischen Eindruck haben. Und dazu ist es mir auch recht, wenn mal einer 3 oder 4 gibt. Das ist für mich vollkommen in Ordnung und das würde mich auch nicht zurückschrecken. Der Vorteil ist, wenn Sie den Google My Business Eintrag haben, können Sie über diesen Account, im Übrigen kleiner Tipp, man kann sich das über eine App auf das Handy installieren. Das kann ich auch nur empfehlen, weil sie dann mitkriegen, dass sie Bewertungen bekommen. Und über diese Bewertung kann man die auch mal kommentieren. Das heißt, man kann sagen, sehr Dankeschön, freut uns, dass es Ihnen so gut gefallen hat. Oder wenn einer sagt, naja, ich fand den Service jetzt nicht so gut, ja, so pauschal daher, dann kann man auch darauf reagieren und sagen, das tut uns sehr leid. Können Sie uns was Konkreteres sagen? Ich würde hier keine Diskussion führen. Oder sagen, kontaktieren Sie uns nochmal. Der Vorteil ist, wenn man die App auf dem Handy hat, dass man sofort eine Mitteilung bekommt. Ja, dass man sofort sieht, hier hat ein Kunde was gesagt, getan. Und man muss nicht auf jede Bewertung reagieren. Nachteil ist, das habe ich auch ganz oft gehabt, dass Unternehmen hier sind, die gar nicht mitkriegen, dass sie Bewertungen kriegen. Und was passiert dann, wenn da mal eine richtig schlechte Bewertung ist, wird nicht reagiert. Das finde ich dann schon mal nicht gut. Ja? Also ich denke mal, die meisten Kunden sind fair. Wenn einer nur einen Stern gibt ohne Kommentar, dann würde ich darauf auch nicht reagieren. Aber wenn einer wirklich ganz sachlich Kritik anwendet und sagt, naja, es hat mir nicht ganz so gut gefallen, ich hätte es besser gefunden, wenn man das ist, dann kann man sich auch einem für eine gut gemeinte Kritik mal bedanken und kann sagen, werter Kunde, tut uns leid, aber das ist, danke für den Hinweis. Wir werden es berücksichtigen. Ja, also das finde ich ja nur konstruktiv, wenn man damit umgeht. Ich habe dann Kunden, die nicht mitgekriegt haben, dass sich ihre eigenen Kunden massiv über diese Bewertung beschwert haben und dadurch, dass sie ignoriert wurden, dann noch viel saurer wurden. Das heißt, diesen Google My Business Eintrag zu haben, ihn zu pflegen, regelmäßig da reingucken, macht einfach Sinn, um einfach auch zu sehen, was wird einem da am Feedback gegeben. Es ist auch schön, wenn Sie Feedback natürlich real bekommen, aber nicht jeder traut sich das. Und wenn man hier vom Kunden den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag auch mal erhält, warum nicht? Es traut sich halt nicht jeder, das direkt zu sagen. Deswegen bitte hier keine Angst haben für Google-Bewertungen. Solche Fälle, wie ich sie eben geschildert habe, sind eher selten. Meistens eskalieren sie dann nur, wenn die Kunden ignoriert werden oder der Unternehmer oder die Unternehmerin einfach den Fehler macht, hier eine Diskussion anzuführen. Also sollte sich hier jemand mal massiv beschweren, dann reagieren, aber denjenigen hier rausziehen und gucken, ob man mit denen das private Gespräch suchen kann. Ja? Und gewisse Dinge sind einfach auch nicht zulässig. Also Beleidigungen, etc. pp. Sowas sind auch Sachen, die zur Anzeige gebracht werden können. Das ist hier nicht zulässig. Aber wie gesagt, finde ich äußerst selten. Und das sind natürlich die Geschichten, die dann einfach mal einprägsam sind, die ich dann in meinen Seminaren normalerweise mitbringe, mal als Beispiele, um zu sagen, hier, schaut mal, so geht es nicht. Da hätte das Schuhhaus reagieren müssen. Das dürfte Ihnen nicht passieren als Fehler. Genau. Und wenn Sie noch mehr dazu wissen möchten, über Google My Business finden Sie eigentlich eine Menge Hilfestellungen. Es ist ganz einfach. Sie klicken auf Anmelden, jetzt loslegen und werden da eigentlich Schritt für Schritt durchgeführt. Das heißt, Sie melden sich an. Das können Sie mittlerweile auch mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse machen. Das heißt, Sie brauchen keine explizite Google-Mail-Adresse oder Gmail-Adresse. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Mittlerweile können Sie praktisch auch Ihre GMX-Adresse nehmen, je nachdem, was Sie haben.
müssen sich natürlich ein neues Passwort überlegen und werden dann erstmal da durchgeführt nach ihrem Namen, Adresse, wie ihr Unternehmen heißt und so weiter. Und das sind ungefähr 4, 5 kleine Eingabefelder in Summe und sie werden durchgeleitet und dann sind sie erstmal drin. Und im Nachgang können sie dann alles weitere pflegen. Es gibt eine Menge Hinweise, es gibt eine Menge Informationen in dem Tool direkt, wo eigentlich sehr anwendungsfreundlich erklärt wird, was man da machen soll. Und es wird auch darauf hingewiesen. Kleine Sache ist, Google möchte natürlich vermeiden, also dieses Beispiel, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, ich könnte für Sie den Eintrag auch anlegen. Das kann ich tun. Aber Google möchte natürlich vermeiden, dass sowas passiert. Und Google möchte auch vermeiden, dass sich jemand dann Spaß erlaubt. Das heißt, im Zuge dieser Anmeldung werden Sie am Ende gefragt, wie Sie sich verifizieren wollen, also wie Sie sich legitimieren wollen. Für ein lokal ansässiges Unternehmen wird Ihnen dann vorgeschlagen, die Postkarte zu wählen. Da geht Ihnen eine Postkarte wohl innerhalb einer Woche zu. Ich habe das selber auch gerade nochmal ausprobiert, habe mir praktisch so einen Fake-Blumenladen einfach mal angelegt. Und die kriegen Sie zugeschickt mit einem Code, bitte nicht wegwerfen, das ist auch schon Kunden passiert. Mit diesem Code müssen Sie sich noch anmelden, müssen durch den Code bestätigen, dass Sie derjenige sind, weil diese Postkarte natürlich nur dem zugeht, also diesem Blumenladen hier in dem Fall, der dann auch in der, was ist das, Olgerstraße 54 wohnt, ansässig ist. Ja? Und so kann man sicher sein, dass kaum Fake-Einträge da irgendwie sind. Und das haben auch Unternehmer vergessen, haben vielleicht die Karte nicht zuordnen können oder vielleicht ist sie untergegangen. Und das Problem ist, solange Sie sich nicht verifiziert haben, können Sie nicht alle Funktionen nutzen. Das sehen Sie auch, wenn Sie eingeloggt sind. Bei mir ist das jetzt immer noch in einem roten Kasten vorne drin. Achtung, Sie müssen sich noch verifizieren. Sie können noch nicht alle Funktionen vollumfänglich nutzen. Also das bitte nicht ignorieren. Ganz genau überlegen, ob Sie es per Postkarte haben wollen. Sie hätten auch die Möglichkeit, glaube ich, per SMS und E-Mail. Aber das eigentlich nur, wenn Sie eingeben, dass Sie, also ich hatte einen Kunden, und verkaufen auf Märkten und sind natürlich immer woanders unterwegs. Das ist natürlich schwer, so jemanden Post zuzustellen. In diesen Fällen konnte man das dann anders lösen. Das zeigt er Ihnen aber in diesem Anmeldungsprozess. Also deswegen hier nochmal die Ausführung, ganz wichtig, Anmeldung, das Ganze durchführen ist sehr einfach, Verifizierung nicht vergessen und nicht ignorieren und dann sind Sie schon drin und das meiste kriegt man eigentlich auch raus, indem man einfach mal draufklickt und das ausprobiert oder schaut, wie es die anderen machen. Genau, ein kleiner Hinweis zu einem weiteren Produkt, Google Street View, gehören haben es wahrscheinlich die meisten, da denkt jeder an diesem Auto mit dem großen Kabel auf der Kamera, die durch die Straßen führt. Das Produkt heißt auch so für die Geschäftsräume, da können Sie mal unter diesem Link nachgucken. Gibt es die Möglichkeit, einen Profi zu beauftragen, der eine 360-Grad-Ansicht im Laden macht. Das ist was anderes, als wenn Sie viele Fotos machen und das braucht auch nicht jeder. So teuer ist es nicht. Da kommt nicht jemand von Google vorbei und fotografiert, sondern man kann da praktisch jeden Fotografen nehmen, der sich bei Google dafür registrieren lassen hat. Der hat eine spezielle Kamera, die stellt da auf. Ich habe mir das von anderen Kunden sagen lassen, das ist wohl in einer halben Stunde erledigt und kostet auch nicht so viel. Für wen macht es Sinn? Ich habe hier einfach mal Unternehmen mitgebracht. Ich habe hier beispielsweise einen Friseur gefunden, die das haben. Das sehen Sie immer an so einer Ansicht, wo in der Mitte so ein Pfeil ist, als wenn man da durchgehen kann und hier im linken unteren Bild dieser kleine Kreispfeil, mit dem, das haben Sie vielleicht schon mal ausprobiert, kann man sich durch den Laden navigieren, indem man draufklickt, sich alles anguckt und man kann richtig durchlaufen. Das macht beim Haarstudio oder zum Beispiel auch beim Restaurant Sinn. Warum? Beim Restaurant möchte ich gerne sehen, wie sieht es drin aus. Da reicht mir vielleicht jetzt ein paar Fotos und die ganzen Fotos vom Essen ist alles ganz toll. Also das möchte ich natürlich sehen, was die für Angebote haben. Gerade das Essen ist wichtig. Aber ich möchte vielleicht das Ambiente genauer sehen. Oder ich kann anrufen und sagen, hören Sie zu, ich möchte gern für 4 Personen hinten rechts in der Ecke reservieren. Beim Haarstudio macht das vielleicht auch Sinn, gerade wenn viel Konkurrenz ist, was hier für München der Fall ist. Dann kann ich einfach mir das mal anschauen, wie sind die aufgestellt, gefällt mir das Ambiente, fühle ich mich da wohl. Ich sehe hier so ein kleines Motorrad, das heißt, man hat Kinder und weiß, das wird meinem Kind gefallen und da wird das Haare schneiden ohne Tara abgehen.
solche Dinge passen dann zu solchem Unternehmen natürlich nicht zu jedem. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jemand mit einem kleineren Schuhgeschäft das unbedingt tun muss. Da reichen dann auch die Fotos. Zumal sich ja die Ware auch immer wieder ändert, ja. Aber beim Friseur wird sich hier wenig ändern. Die Einrichtung wird erstmal so bleiben. Und welche Shampoo-Flaschen da nun stehen, ist nicht so relevant, wenn die mal ausgewechselt werden. Ganz wichtig hier auch für ein Einrichtungshaus erlebe ich auch immer mehr, dass die diese 360-Grad-Ansicht einfügen. Ich habe Ihnen mal hier diesen Möbelhübner rausgesucht, weil ich immer mal wieder nach neuen Vorschlägen auch selbst recherchiere, die ich dann mitbringen kann. Und das Schöne ist natürlich, wenn Sie den googeln, sehen Sie auch deren My-Business-Eintrag und haben rechts auch dann die ganze Öffnungszeiten, alles Litanei drin, auch Fotos zusätzlich noch und von Außenansicht. Das ist ganz schön, aber diese 360-Grad-Ansicht ist natürlich in dem Fall super, weil ich schon deren Auswahl sehe. Also ich sehe, welche Art von Möbel haben die, welchen Stil haben sie, hier noch die Küche, ob mir das schon zusagt, noch bevor ich hingefahren bin. Also früher war es natürlich alltäglich, man ist vielleicht mal 3, 4, 5 Möbelgeschäfte angefahren, hat geschaut, bis man in dem war, wo man der Meinung ist, preislich und von dem Qualität, was man haben möchte, passt es hier. Und heute habe ich halt die Möglichkeit, das vorab zu entscheiden, indem ich mir sowas angucke. Und damit hat das Unternehmen natürlich auch den Vorteil, viel gezielter Kunden zu gewinnen. Ich sag mal so, die Küche sieht hier sehr hochwertig aus, wo man sagt, die Kunden und das Klientel passt dann auch hierher. Das ist im positiven wie im negativen Sinne gemeint, aber letztendlich geht es ja darum, die Kunden zu gewinnen, die bei mir kaufen, und dafür ist es dann relevant. Hier einfach mal, um 2 Beispiele zu nennen. Wie gesagt, 360-Grad-Ansicht braucht nicht jeder, ist eben je nach Branche mittlerweile relevant. Ich sag mal, für ein Restaurant in Berlin ist es fast schon notwendig, weil da so eine große Auswahl ist und so viel Angebot gibt, dass ich mir nicht mehr die Mühe mache. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Eltern eine Zeit lang immer losgegangen sind und gesagt, sie probieren mein neues Restaurant aus, dies und jenes. Das macht natürlich auch Spaß. Heute, ich bin so unterwegs, ich gucke mir die Restaurants an, klicke auf My Business-Eintrag, ich gucke mir nicht mal mehr die Website an, schaue mir die Fotos vom Essen an, schaue mir das Ambiente an und entscheide danach und habe so innerhalb kürzester Zeit 10 Restaurants abgecheckt, ob die mir zusagen oder nicht. So ist es nun mal, so läuft Digitalisierung heute ab. Das nächste Thema wäre digitale lokale Initiativen. Langes Wort, das ist irgendwann mal so entstanden. Sie sind eigentlich, also es sind Zusammenschlüsse, es sind Online-Plattformen, wenn man so möchte, die Zukunft für den stationären Einzelhandel sichern sollen. Davon gibt es viele. Ich stelle Ihnen mal ein paar vor. Sie sind halt dazu gedacht, dass man weiß, nicht jedes kleinere Unternehmen hat die Möglichkeit, also weder finanziell noch personell, also das auch zeitlich zu schaffen, einen Online-Shop auf die Beine zu stellen und oder auch eine Website, also eine Website-Präsenz. Das muss auch nicht jeder, bin ich nach wie vor der Meinung. Das tue ich auch immer in meinen Beratungsgesprächen immer wieder hervortun, dass man erstmal eine Analyse macht, wie groß sind Sie, was wollen Sie, wer sind die Kunden, und danach entscheidet. Bin ich mittlerweile mit dem, was es an anderen Möglichkeiten gibt, der Meinung, dass noch nicht mal jedes Unternehmen eine Website braucht. Also kommt drauf an, ja. Darum geht es ja immer in den Gesprächen. Aber sich zum Beispiel auf einer lokalen Initiative listen zu lassen, um mehr digitale Sichtbarkeit zu erhalten, ist einfach eine gute Alternative. Unter Umständen. Kommt drauf an, wo Sie sind. Ich habe hier mal Beispiele rausgesucht. Mainburg hat diese Initiative Mainburg 360 auf die Beine gestellt. Das ist ein virtuelles Portal nur für Unternehmen und für die Stadt Mainburg. Ich komme da also rauf, wenn ich jetzt Besucher bin oder von mir aus auch der Wohnung, suche eine Werkstatt und so weiter und kann hier direkt gucken. Diese Initiative wurde gegründet und wird von der Stadt direkt, sage ich mal, gemanagt. Und die Unternehmen, die da mitmachen möchten, Achtung, es ist nicht kostenlos, aber es ist sehr viel günstiger. Ich hatte da mal ein Unternehmen bei uns, bei mir im Seminar sitzen. Ich glaube, das waren unter 100 Euro, die er gezahlt hatte, und er hielt es für viel. So eine 360-Grad-Ansicht, ich weiß nicht mittlerweile, was die Preise sind, aber bestimmt, ich würde mal so schätzen, das ist ein guter Fotograf, vielleicht 200 Euro werden sie schon zahlen.
Also fand ich das sehr günstig. Und sie haben halt die Möglichkeit, über die Website das machen zu lassen. Das schaut dann so aus. Ich habe hier mal von diesem Optiker eins mitgebracht. Der hat diesen 360-Grad-Rundgang machen lassen und Fotos machen lassen und ist über dieses Portal Meinburg 360 dann gelistet. Und es sieht ja sehr professionell aus. Also oben die Fotos, die 360-Grad-Ansicht kann man nochmal extra sehen. Und dann sieht man hier unsere Leistungen, eine kurze Beschreibung. Unten hat er sogar noch Videos eingefügt über die Vermessung vom Auge, also Input gegeben, die Öffnungszeiten. Man kann direkt auf Maps hier klicken und Google-Bewertungen, die hier auch reingezogen werden. Also wenn man sich das anschaut, ist das ja praktisch eine ganze Website. Mit dem großen Vorteil, dass es keine eigene Website ist, also auch nicht der Pflegeaufwand, keine Agentur, die dafür extra beauftragt werden musste. Ich nutze hier diese Plattform, um mich darzustellen und kann beispielsweise neben meinem Google My Business Eintrag hier sehr präsent sein. Und ganz wichtig, auch regional, weil Meinburg 360 hat natürlich für alle, die in Meinburg Optiker suchen oder anderes, schon eine Relevanz bei Google, also Traffic. Das heißt, das ist natürlich eine sehr gute Übersichts- und Informationsseite. Und ein Optiker wie dieser hier nutzt diese Plattform anstelle einer eigenen Webpräsenz. Finde ich sehr gut. Dieser Optiker hat es sehr gut gemacht. Und ja, genau, das fand ich ist ein sehr schönes Beispiel. Wichtiger Hinweis, weil ich natürlich auch gefragt werde, ja, warum soll ich denn das auch noch machen, wenn ich meinen Google My Business Eintrag habe? Also müssen, tun Sie gar nichts. Es ist halt wichtig, dass gerade wenn man viel Konkurrenz hat, meistens eine Sache nicht reicht. Ja, also wenn man sich dann etabliert hat, wenn man Kunden hat, wenn Google merkt, dass es viele Suchanfragen zu Ihnen und Ihrem Unternehmen oder Ihren Produkten gibt, dann erarbeiten Sie sich ja ein sogenanntes Ranking, also nennen wir es einfach eine digitale Sichtbarkeit. Aber das müssen Sie erstmal schaffen. Und gerade für Leute, die am Anfang sind, für Existenzgründungen, für Leute, die irgendwie nicht richtig gefunden werden, sind solche Sachen neben Google My Business natürlich erstmal hilfreich, um mehr Relevanz zu bekommen, weil Google schon danach guckt, haben Sie noch eine Website, sind Sie irgendwo noch auf Portalen unterwegs, haben Sie noch ein Facebook und so weiter. Ich will nicht sagen, dass Sie alles machen müssen, weil es muss ja gepflegt werden, aber dass auf Google My Business hier und vielleicht noch ein Facebook-Account unterwegs zu sein, einfach Ihre Relevanz und Ihre Sichtbarkeit erhöht. Was macht DonorWirt? Die haben auch eine Initiative auf die Beine gestellt, aber ganz anders, wie man sieht, also auch vom Layout her. Könnte man jetzt auch noch drüber reden, ob das alles so gut und perfekt gelöst ist, aber darum geht es nicht. Hier kommt auch schon Traffic drüber. Die Seite ist ein bisschen anders aufgestellt. Da geht es eher darum, ja, zu informieren über Veranstaltungen und über DonorWirt selbst. Aber auch hier hat man die Möglichkeit, Gastronomie, Gewerbe steht ja alles da, Dienstleistungen auf der Liste, sich hier listen zu lassen auf dem Portal, um für die Region, gerade wenn man als Handwerker auch regional unterwegs ist, DonorWirt eben sichtbar zu sein. Das muss man einfach mal ausprobieren. Ich weiß auch nicht, was das hier kostet. Das wird vielleicht bei jedem Portal anders sein. Vielleicht ist es in manchen Städten und Gemeinden, wenn es das gibt, auch kostenlos. Es ist in jedem Fall immer erstmal wert, das auszuprobieren. Regensburg hat natürlich, weil wir größer sind, mehrere Möglichkeiten. Deswegen habe ich die mal mitgebracht über die mittelbayerische Jatego Lokal. Sie sehen ja, hier ist Regensburg mit dabei, aber es ist auch Fürstenfeldbruck, Ingolstadt, Landshut und so weiter dabei. In all diesen Städten, wenn man da ein Unternehmen hat, wenn man, wie gesagt, ein Café hat, etc. pp., kann man sich hier listen lassen. Mit einem Eintrag muss man auch nicht. Wir haben ja noch Einkaufen regensburg.de. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Das heißt, es kommt auch hier wieder darauf an, was Sie verkaufen, wer Sie sind und was Sie machen. Ich habe das hier einfach mal mitgebracht. Dieses Jatego-Lokal ist schon sehr groß aufgestellt. Also ich habe hier einfach mal nicht nach Einkaufen geguckt. Da finden Sie auch zahlreiche, sondern ich habe mal nach Dienstleistungen geguckt. Ganz an. Und da finden Sie hier auch also die Hotels sind hier mitgelistet, Physiotherapeuten sind hier mitgelistet, auch eine Stickerei, Tätowierer sind hier mitgelistet. Also es werden auch hier Dienstleistungen gemacht und die Seite ist so an sich, finde ich, ganz gut aufgebaut. Also weggehen, was mache ich abends, einkaufen und Dienstleistungen.
Ich finde hier zum Beispiel auch Juweliere etc. pp. Also Optiker sind hier natürlich genauso wie Autowerkstätten. Klar, also hier filtere ich ganz konkret nach Dienstleistungen, aber ich habe hier wirklich die Möglichkeit, das sehen Sie ja an den ganzen orangen und blauen Markierungen auf der Karte rechts, hier noch zusätzlich digitale Sichtbarkeit zu setzen. Ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt eine Tanzschule wäre, eine Ballettschule, die neu eröffnen würde, dann würde ich natürlich, also unabhängig davon, dass man sich überlegen müsste, ob man in so einem Fall eine eigene Website braucht. Ganz klar, ich würde meinen Google My Business Eintrag machen und würde dann natürlich, wenn ich schaue, mir mittelbayerische ja Tegu Lokal an, würde ich einfach mal schauen, wie viel Traffic die haben. Diese Informationen bekommt man auf der Website und würde gerade am Anfang mich auf mindestens ein, zwei, drei solchen Plattformen listen zu lassen und zu schauen, kommen darüber Kunden, kommt darüber Traffic, probiere das eine Weile aus. Wenn es gut funktioniert, lasse ich es. Wenn es nicht gut funktioniert, nehme ich, vielleicht gehe ich bei einem wieder runter und bleibe dann da, wo ich das Gefühl habe, darüber finden mich dann auch Kunden. Gerade in der Anfangsphase, um mich dabei zu unterstützen. Es gibt eine Menge solcher Initiativen. Die CIMA hat ein Studienprojekt gemacht. Das gibt es jetzt schon eine Weile und es wird immer aktualisiert. Ich habe gerade gesehen, dass sie die Website wieder neu gemacht haben. Da können Sie praktisch nach Land und Region und Bundesland einstellen und können gucken, ob es eine Initiative bei Ihnen in der Nähe ist und auch thematisch. Ja, also es gibt ja auch Einkaufsinitiativen, wo es nur ums Einkaufen geht. Und die CIMA hat diese Website ins Leben gerufen und tut da eigentlich alle aktuellen Online-Initiativen immer listen, weil sonst, ganz ehrlich, also davon sind 161 in Deutschland, zeigt sie an. Also 161 Initiativen gibt es mittlerweile. Und ich glaube, die wenigsten sind bekannt. Und je nachdem, in welcher Region man sich befindet, muss man halt schauen, dass man wirklich, gerade wenn man einen regionalen Bezug hat, für sich die richtige Plattform findet. Sollte es eine bei Ihnen nicht in der Nähe geben und weiter weg, muss man halt gucken, wie groß ist der Einzugskreis, ist das trotzdem relevant? Beziehungsweise sollte es gar nichts geben, dann ist es halt so. Ja, es ist ja eine Alternative, die ich Ihnen hier aufzeigen wollte, wo sie erstmal schauen kann, was gibt es bei mir in der Nähe. Zum Thema Plattform ist es das Gleiche, also die Online-Initiativen sind nichts anderes als auch Webplattform oder Online-Plattform, können Sie nennen, wie Sie möchten. Technisch genau das Gleiche. Das eine ist nur lokal, das habe ich Ihnen vorgestellt. Das heißt, die haben absoluten regionalen Fokus, weil, also dieses Gespräch habe ich auch immer, eine Boutique in der Innenstadt, ja, oder weil wir das Beispiel Optika vorhin hatten, also ein Optiker in Erlangen interessiert jetzt einen Kunden in Hamburg nicht. Ja, also es sei denn, es ist ein ganz spezieller Optiker mit ganz speziellen Brillen, wüsste ich jetzt nicht. Aber in solchen Fällen kann man sagen, okay, man guckt auch regional. Aber ich denke mal, in den meisten Fällen Boutique, Schuhgeschäft, auch Bäcker, Metzger etc., habe ich noch Beispiele mitgebracht, ist es einfach ein Einzugskreis regional begrenzt und ich habe keinen, also es bringt mir nichts. Nichts, auch nicht für Google, wenn ich meine Aktivitäten überregional mache, weil es für mich nicht interessant ist. Es sei denn, Achtung, eine Ausnahme, aber dafür darüber reden wir heute nicht. Sie haben einen Online-Shop. Also ich kenne beispielsweise einen Metzger in der Nähe von München, der verkauft und der verkauft natürlich insbesondere regional, aber er hat mittlerweile einen sehr guten, vorbildlichen Online-Shop ins Leben gerufen für einen Metzger. Und für ihn ist natürlich dann Werbung überregional interessant. Bei ihm ist es ja egal, ob jemand aus Hamburg sein Fleisch kaufen möchte. Wenn er das machen möchte, der baut selber an, der züchtet die Tiere selbst etc. In dem Fall macht es dann Sinn, überregional zu denken. Und da sind wir beim Thema Plattform allgemein. Das heißt, man muss sich überlegen, welche Plattform ist für mich relevant? Wo ist meine Zielgruppe? Was kostet es? Was nutzt es mir? Kann ich auf eine Landingpage oder auf meine Website verlinken? Und wie aufwendig ist das auch, das zu pflegen? Also es nützt nichts, wenn Sie Öffnungszeiten dann weil Sie auf 10 verschiedenen Kanälen unterwegs sind, nicht mehr aktualisieren und auf 10 verschiedenen, auf 5 von diesen Kanälen sind nur alte Öffnungszeiten drauf. Deswegen, man muss da genau wie beim Geschäft, was Sie eröffnen, wo man sich überlegt, wo mache ich jetzt Werbung, wie gehe ich jetzt vor? Online ist es nichts anderes. Sie überlegen sich einfach,
wo Sie dabei sein möchten, müssen sich damit befassen und informieren. Das eine oder andere wird ausprobiert, aber es sollte einfach nicht mehr als eine Handvoll Möglichkeiten sein. Ich habe Ihnen ja mal mitgebracht, TripAdvisor gehört auch, also ist natürlich riesig groß. Sind Sie vielleicht schon mal drauf gestoßen, wenn Sie Unterkünfte und so gesucht haben oder auch bei Restaurants? Dann macht es Sinn, unter Umständen sich hier listen zu lassen, weil es hier gerade bei TripAdvisor darum geht, gerade Touristen was vorzustellen in Form auch von einer Bewertungsplattform. Ich habe hier mal gezeigt, warum. Ich habe einfach mal Landgasthof gegoogelt und dann ist mir ziemlich schnell dieser, also ich habe es noch nicht mal regional beschränkt, aber Google weiß natürlich, dass ich in Regensburg bin, ja, also guckt der, wenn ich bei Landgasthof, weil also das ist nun mal regional, dass er mir in der Nähe was vorschlägt. Und dann erschien mir dieser Landgasthof Meier sehr schnell. Und zwar, der hat eine Website, der hat einen Google My Business Eintrag. Und das, was ich Ihnen aber zeigen will, ist, er hat auch da unten einen TripAdvisor. Zusätzlich noch. Ja? Und was bewirkt es? Also wenn Sie sich jetzt dieses Suchergebnis anschauen, wie gesagt, ich habe nicht explizit nach dem Meier gesucht, aber ich habe ihn ziemlich schnell vorgeschlagen bekommen. Google weiß, ich kann einen Gasthof nur regional suchen und gibt mir einen Vorschlag, der Google My Business hat, eine Website hat und noch bei TripAdvisor gelistet ist und überall gute Bewertungen hat. Das heißt, die komplette erste Suchergebnisseite ist von diesem Landgasthof Meier belegt. Und falls Ihnen was auffällt, ich meine, TripAdvisor kostet natürlich was, aber weder der obere Teil noch der Google My Business Eintrag kostet was. Das ist keine bezahlte Werbung. Und das ist das, was man digitale Sichtbarkeit nennt. Ja? Also der stellt sich hier so gut auf, so breit auf, dass ich, also ich hatte da unten noch vielleicht 2, 3 Alternativen. Aber ich wurde von dem so eingenommen, dass ich praktisch drüber gestolpert bin. Ich habe im Übrigen auch, weil das so gut gemacht war und so gut funktioniert hat, gleich mal auf der Website nachgeguckt und geschaut und der bietet anscheinend sehr gutes Essen an, Events und so weiter. Es war so interessant, dass ich gleich mir den gebookmarkt habe. Ja? Nur mal so, was man mit digitaler Sichtbarkeit dann erreicht und warum man das Ganze auch macht. Ich habe Ihnen hier mal dann den Landgasthof Meier von TripAdvisor mitgebracht. Da sieht man dann die Bewertungen, man sieht das Interieur fotografiert. Man sieht die wirklich sehr guten Essensbilder, die können Kunden einstellen, die können aber auch Sie einstellen. Auch hier, er hat ja nicht nur gute Bewertungen. Auf der rechten Seite sehen Sie ja auch etwas Normalität, 5 Punkte sehr zu empfehlen, 5 Punkte, aber dazwischen einer mit 1, ein Cashfunk auf Fahrradtour und hat ein bisschen was dazu geschrieben. Der hat aber nicht wirklich negativ geschrieben, ja. Ist alles legitim, ist super und diese für dieses Listing wird er hier auch was zahlen, aber gerade viele Touristen oder hier eben Fahrradtour und so weiter gucken natürlich auf solchen Webseiten, um, ja, ich sag mal so, wenn man davon ausgeht, dass die Leute, die hier bei TripAdvisor bewerten, sich wirklich auch viel mehr Mühe geben. Ich würde mal sagen, noch mehr als bei Google. Das ist eine Behauptung von mir. Einfach, weil das natürlich ein Portal ist, was genau darauf abzielt. Das braucht den Traffic und es braucht aber vor allen Dingen die Kunden, die ihre Meinung dazu sagen. Ja, das heißt, die tun hier viel, schreiben den Kunden dann nochmal an. Ich kann ja hier buchen. Wie hat es Ihnen gefallen? Würden Sie uns nochmal eine Rückmeldung geben? Dafür sorgt dann TripAdvisor. Deswegen kostet dem Unternehmen das Listing hier natürlich auch was. Ich will auf Yelp hinweisen. Ein kleiner Hinweis war vor ein paar Jahren mal negativ in der Presse. Können Sie noch mal nachlesen, weil Yelp wohl sehr danach ausgesteuert hat, was Kunden sagen. Das heißt, in dem Moment, wo ein Kunde was Negatives gesagt hat, ging das Ranking auch nach unten. So soll es natürlich nicht sein. Die haben angeblich nachgebessert. Ich kann das jetzt aber alles nicht, ich habe mir das ein bisschen durchgelesen, alles so für schlecht empfinden. Also ich würde nicht behaupten, dass Yelp jetzt versucht hat, gegen irgendein Unternehmen zu arbeiten, sondern einfach einen Algorithmus dahinter hat, der die Kundenbewertungen mit berücksichtigt und bei der Suchanfrage natürlich schaut, dass es dem Kunden die Sachen gibt, wo sehr gut bewertet wurde. Ist ja irgendwie klar. Über Yelp kann man Restaurants finden, ein Event-Catering, also wenn Sie sowas wie Catering haben oder spezielle Sachen, Barbiere, Spas, aber auch Kosmetikstudios, ja, auch Fitnessstudios, die hier gelistet sind. Das sind auch so Sachen, die kann ich hier finden und kann dann gute Meinungen auch von den Kunden finden, gerade wenn ich mir ein Fitnessstudio aussuchen würde. Das heißt, das ist auch eine Plattform,
die man nutzen kann, um noch mehr digitale Sichtbarkeit zu bekommen oder gerade am Anfang, um diese Relevanz zu bekommen. Ich will Ihnen nur sagen, es gibt viele Plattformen. Also ich habe ja immer wieder unterschiedliche Kunden. Mich interessieren dann gerade immer die Kunden, die spezielle Sachen haben. So war dann hier mal für Lotto-Verkaufsstellen, habe ich mal recherchiert. Und es gibt ein ziemlich großes Portal, was ich so, ich habe es schon gehört, aber so nicht auf der Uhr hatte. Das ist mein Prospekt. Also zu diesen Werbepartnern gehören der Deutsche Einzelhandel, Verbundgruppen, Marken- und Mediaagenturen. Das habe ich Ihnen da hingeschrieben. Das heißt, die werden durch die finanziert und Werbung finanziert. Das sieht man ja auch. Ich finde die Website nicht besonders gut, aber was die natürlich sorgen möchten, ist Traffic. Sie sehen ja im Hintergrund dieses Kaufland-Prospekt. Das heißt, die Prospekte werden ja online eingestellt und der Kunde kann die sich anschauen. Das heißt, dieses Mein-Prospekt-Portal sucht für entsprechend Traffic. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Laden habe, wo ich vielleicht auch was verkaufe, macht es unter Umständen Sinn, sich hier zusätzlich listen zu lassen. Man kann da wohl nicht so viel machen, ein Foto einfügen, die Adresse hinschreiben, Öffnungszeiten und das war's schon. Aber es geht ja darum, dass ich möglichst viele Kunden anspreche und gesehen und gefunden werde. Und auch wenn die Website hier nicht so sehr gut ist, hat sie viel Traffic. Und wenn meine Zielgruppe eben dazu zählt, dann macht es Sinn, eben auch mal auf solchen Plattformen sich vielleicht listen zu lassen. Wie gesagt, ich habe Ihnen ja von der Zima die Website empfohlen. Da können Sie nachschauen, was für regionale Plattformen da sind. Aber da sind auch eine ganze Menge andere Plattformen noch gelistet. Genau, und nun sind wir schon beim vorletzten Thema, Social Media. Das ist natürlich auch ein komplexes Thema. Muss ich ganz einfach so sagen. Natürlich, der ein oder andere, der vielleicht Facebook, Instagram und Co. nutzt, es ist sehr einfach, es ist anwenderfreundlich. Man kennt so ein bisschen was. Es ist natürlich was anderes, wenn man es als Unternehmen professioneller nutzen will. Ich habe Ihnen da mal was mitgebracht. Facebook ist, gut, das ist hier von 2019, 20, die Fragen, die Zahlen, Marktanteile immer noch führend. Egal, was in der Presse stand, es hat wohl die meisten Nutzer etc. pp. Aber dicht gefolgt von Pinterest oder Instagram jetzt gerade, ne, sieht man so 2019, 20 groß im Kommen. Wegen der Zielgruppe, das ist die junge Zielgruppe bei Instagram, die es anspricht, habe ich auch gleich nochmal was dazu mitgebracht. Das heißt, unter Umständen ist es für Sie vielleicht interessant, einen Facebook-Account zu eröffnen. Achtung, kleiner Hinweis, nur weil ich mit einem Konto da eröffne für mein Unternehmen, ja, zum Beispiel für ein Schuhgeschäft, habe ich nicht gleich Kunden und habe nicht gleich was davon. Ja, das muss mir bewusst sein, da muss ich mir das alles erarbeiten. Dazu komme ich aber später nochmal. Das heißt, machen Sie eine eigene Facebook-Unternehmensseite, ja oder nein, wenn Sie es machen. Sie brauchen Geduld. Ja, die Abonnenten muss man sich verdienen. Man weist die Kunden hin, hey, wir haben jetzt einen Facebook-Account, liked es doch oder abonniert es. Also wichtiger sind die Abos. Das heißt, ich kriege als Nutzer immer sie angezeigt, wenn sie neue Informationen einstellen. Man muss regelmäßig für spannenden, abwechslungsreichen Content zu, sorgen. Was heißt regelmäßig? Also manch einer macht das einmal täglich oder mehrmals täglich, das ist zu viel. Ich bin der Meinung, wie der Beispiel Schuhgeschäft, haben Sie ein Schuhgeschäft, finde ich einmal in der Woche ausreichend. Es geht darum, die Kunden, die Sie sich irgendwann aufbauen, wie so ein Newsletter, ja. Es könnte auch als Ersatz von Newsletter gesehen werden, aktuell darüber zu informieren. Wir haben jetzt die neue Sommerkollektion. Wir haben jetzt dies. Nächste Woche haben wir Sommerschlussverkauf. Gibt es ja nicht mehr, aber wird ja immer noch so gemacht. Dazu nutzt man sowas, ja. Und es ist ein Portal nicht der einseitigen Kommunikation. Das muss man auch können und mögen. Es ist Interaktion, ja. Also man soll mit der Gemeinde interagieren. Die wollen Feedback dazu geben. Die wollen, dass sie dann sagen, ach ja, ist ja nett, dass du da warst und so weiter und es hat mir gefallen. Und das heißt, man muss Lust darauf haben, man muss das Gefühl dafür haben, weil in so einem sozialen Netzwerken rächt es sich ganz schnell, weil man merkt, derjenige kann nicht damit und hat keine Lust darauf. Ja, also man muss was tun, Meinungen muss man kommentieren. Und da es auch sehr schnelllebig ist, macht es keinen Sinn, wenn Sie ein Feedback vom Kunden, ich rede jetzt nicht von der Bewertung, irgendeine Meinung, irgendwas eine Woche später kommentieren. Ja?
Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, auch dazu gibt es einen Leitfaden über Handel, Mittelstand, Digital, habe ich Ihnen hier mal reingemacht. Da steht für kleine und mittlere Unternehmen. Da ist aber alles drin, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, auch Impressum. Ja, also welches Impressum für GbR, GmbH und so weiter, weil Sie müssen ja bei Facebook und Co. auch Impressumsangaben machen. Ich habe Ihnen hier aber mal Links zur Verfügung gestellt über Heise und Diris Social Media, wo ich fand, hey, die haben das super gut mit Screenshots oder auch einfach verständlich zusammengetragen. Und da können Sie gerne nochmal nachschauen. Ich habe Ihnen jetzt mal Beispiele mitgebracht, weil ich immer wieder dieses Schuhhaus gesagt habe. Das habe ich natürlich getan, weil ich schon weiß, dass ich diese Screenshots mitgebracht habe. Dieses Schuhhaus Gruber hier ist wirklich sehr kreativ. Das ist auch ein kleineres Schuhgeschäft. Sie sehen das hier, dass oben dieses Herz mit Schuhen gelegt ist, finde ich sehr witzig. Und die posten, können Sie ja mal schauen, regelmäßig neue Inhalte. Mal nur die Schuhe mit witzigen Sprüchen. Also die machen das wirklich auch sehr witzig. Oder auch jetzt in Kombination mit Taschen. Also sie gehen mehr auf Cross-Selling. Da sind auch genug Schuhe, aber ich habe Ihnen das jetzt mal mitgebracht. Jetzt haben sie diese Mickey-Maus-Taschen da fotografiert. Und da steht dann einfach nur drüber, niemals zu alt. Also witzige Beiträge. Oder sie hatten halt mal Schuhe, da waren Kirschen drauf und dann stand drauf, mit uns ist gut Kirschen essen. Ja, also sie sind sehr witzig und sehr kreativ und sie sehen ja die Fotos, da braucht man keinen Fotograf, das macht man selber, aber Achtung, die Fotos bei denen sind gut. Ja, also sie sehen ja, also da ist jetzt kein Mülleimer im Hintergrund, kein Dreck, kein gar nichts und es ist auch nicht mega überleuchtet oder mega dunkel. Man musste schon ein bisschen verstehen, wie man die Sachen hinstellt, wie man es macht, dass man es gut erkennt. Es ist hier nicht gewünscht, Profi-Fotos einzustellen. Kann man auch, aber dazu ist das Tool nicht gemacht. Es soll ruhig so aussehen, dass man das selber gemacht hat. Aber wenn dann, bitte so, das Bild nicht verwackelt ist, nicht irgendein Daumen da noch drin ist und so weiter. Ich bringe immer dieses nette Beispiel vom Metzger, was wohl sehr lustig ist. Also was schlecht ist, ist, wenn man das aktuelle Mittagsangebot fotografiert, das kann man ja machen. Und ein Mitarbeiter hat den Teller mit, weiß ich nicht, Knödel und hast du nicht gesehen, in der Hand. Und der Daumen, der oben drauf ist, hat ein Pflaster drum und man sieht noch ein bisschen das Blut. Ja, also sowas geht nicht. Ja, und es sollte jedem klar sein, dass also sowieso schon, wenn, dann muss die Hand und der Daumen bitte schön sein. Das ist auch nicht schön, wenn da abgekaute Fingernägel sind. Das geht hier jetzt nicht um Professionalität, sondern es geht um die Sensibilität, was Bilder machen können, bewirken können. Und solche Fauxpas dürfen einfach nicht passieren. Ja? Ich habe Ihnen noch mal gerade vom Metzger Böbel hier was. Es geht um die Wurst. Der hat, gucken Sie sich den mal an, Social Media genutzt wie sonst nichts. Ist auch mittlerweile bekannt. Verkauft mit nach China. Hat mittlerweile ein Wursthotel eröffnet. Und das alles ging eigentlich los, weil er sich Social Media und die Digitalisierung benutzt hat, um seine Metzgerei bekannt zu machen und hat daraus mittlerweile eigentlich eine Marke aufgebaut. Also so viel nur mehr dazu, was man schaffen kann. Hier habe ich ein Beispiel gebracht, auch wenn es Handwerk ist, von der Malermeisterin, einfach weil ich hier einfach mal zeigen wollte, dass wenn man, also jemand, der jetzt zum Beispiel Handwerk in irgendeiner Form hat, hat ja meistens eine Website, aber auf der Website sehe ich jetzt gar nicht, da kann die ja gut dargestellt sein und was die alles macht und tut und kann und dass er einen Meisterbrief hat. Hier auf Facebook sehe ich dann halt einfach mal einen Ausblick von den Sachen, von ihrem Können, von den Sachen, die sie macht. Und dafür kann man das natürlich auch sehr gut nutzen, ja? Oder wenn man beispielsweise näht, Nähkurse anbietet, dass man hier aktuelle Fotos einbinden kann von den Dingen, die man selber näht, also um die eigene Qualifikation einfach zu zeigen. Das kann man auch auf der Website machen, aber da muss man immer wieder die Bilder neu hochladen und bearbeiten und Text. Und das ist natürlich in solchen sozialen Netzwerken viel einfacher und schneller der Fall. Und da muss das ja auch gar nicht so perfekt sein wie ein Foto, was ich auf die Website stelle. Das sollte dann schon noch professioneller aussehen. Ich habe Ihnen hier mal von Legrio Wohnzimmer, also von einem kleinen Boutique für
eben Anziehsachen und Schmuck und Accessoires mitgebracht. Die Dame, sie heißt Frau Frombach, sehr junge Unternehmerin, macht das und managt das selber, tut sich selber auch in Szene setzen, indem sie die eigenen Sachen, die sie hat und bestellt, selber anzieht und vorstellt und dadurch A, greifbar ist für die Kunden und B, natürlich, dass die Kunden sehr anzieht und sie kaufen mittlerweile wahrscheinlich auch wegen ihrer Person. Aber sie nutzt diesen Kanal eben und hat keinen Online-Shop. Sie arbeiten an einem, aber sie hat erstmal keinen Online-Shop. Und sie hat diesen Facebook-Account mit, mittlerweile sind es, wie Sie sehen, über 1000 Abonnenten und Follower aufgebaut, um zu verkaufen. Das heißt, sie verkauft tatsächlich darüber, dass sie sich selbst die Sachen anzieht, sich fotografiert und die Kunden sie dann anschreiben. Mittlerweile kann man hier auch WhatsApp einbinden, das sehen Sie ja. Und sie anschreiben und sagen, leg mir bitte eine Hose zurück, ich komme nachher und probiere sie an. Und die meisten kaufen dann auch. Genau. Ein ganz interessanter Hinweis, Stellenbesuche kann man auch hierüber machen. Sie sehen ja hier diesen Schmelzer, der sucht zur Verstärkung des Teams einen Projektmanager, hat es hiermit gepostet, hat es hiermit reingetan. Natürlich können Sie das auch über andere Jobbörsen machen, aber wenn Sie da schon sowieso eine große Gemeinde haben und die Mitarbeiter logischerweise wahrscheinlich hier das auch abonniert haben, können die es ja an Freunde, Bekannte und so weiter weiterschicken und sagen, ach, guck mal, schau mal, neues Stellengesuch, schick mal an XY weiter, der sucht doch, da weiß ich doch, etc. pp. Ja, also dazu kann man diese Kanäle auch nutzen. Ganz interessant ist nicht nur Facebook, sondern Instagram. Alle diese Kanäle haben unterschiedliche Zielgruppen. Das sollte man wissen. Dazu habe ich Ihnen im Anhang hinten auch noch eine Grafik mitgebracht, damit man da einen Überblick hat. Aber Fahrschule, ich habe mir mal eine Fahrschule Roadstars ausgesucht, die nutzen kein Facebook mehr, weil Facebook die Kunden im Durchschnitt oder die User, die da sind, älter sind. Über 30 aufwärts. Die Fahrschüler sind aber 17, 18, 19, also in den meisten Fällen sehr jung. Und diese jungen Leute nutzen Instagram. Wenig Text, viel Bilder. Das heißt, diese Fahrschule tut sich hier mit im Logo, was sie macht, wie viele Beiträge sie hat. Da steht einfach nur nett und coole Fahrlehrer, schnell und einfach, Bestpreisgarantie und eine Verknüpfung zur Website. Mehr nicht. Ja? Also Jugend von heute, viel Bilder, wenig Text. Und was sieht man da? Also klar, BMW und offensichtlich werden diese Mädels da auch in Szene gesetzt. Das kann man so machen. Das funktioniert vielleicht auch, aber es gibt auch Bilder von der Fahrflotte ganz gut. Und ich habe mir die Seite mal angeschaut, was ich sehr interessant finde. Es gibt eben auch immer wieder Bilder mit den Fahrschülern und mit den Fahrschülern, die bestanden haben, die dann ihren Führerschein reinzeigen und, weiß ich nicht, Daumen hoch. Das funktioniert deswegen gut, weil das ein regionaler Bezug hat und die Freunde dieser Personen, die da in der Fahrschule sind, das sehen. Die sind ja wahrscheinlich alle auf Instagram unterwegs. Und darüber ist es praktisch Mundpropaganda, wie man möchte. Da wird man geliked und sagt, hier, guck mal, ich bin bei der Fahrschule und alles super toll. Und dann sagt die Freundin, ich möchte auch zu dieser Fahrschule, nur wenn meine Freundin da ist. Funktioniert prima. Und der macht auch sehr viele Fotos von den Einweisungen von der Schule. Und was ich sehr interessant war, war weiter unten, die gehen anscheinend, und das habe ich ehrlich gesagt nicht gelernt in meiner Fahrschule, standen die vor der Motorhaube des Autos, haben gezeigt, wie man den Ölstand überprüft und solche Sachen. Das finde ich natürlich super. Ehrlich gesagt brauche ich dazu keinen Text. Da ist dieses eine Foto aussagekräftig und gibt mir einen ganz guten Überblick. Wenn ich noch mehr wissen will, gibt es ja auch die Website dazu. Aber das ist hier sehr schön umgesetzt. Zielgruppenspezifisch einfach. Dann möchte ich Ihnen natürlich noch YouTube nicht vorenthalten. Gehört zu Google. Ich habe Ihnen hier mal whisky.de mitgebracht, weil der echt super ist. Aber es gibt noch einen, den ich auch sehr interessant finde, ARS24, den können Sie mal nachschauen. Der verkauft Autoradios. Und zwar ist sein Verkaufskanal YouTube. Was macht er? Er tut da seine Autoradios vorstellen, wie man die einbaut, auf was man achten muss und so weiter, weil seine Zielgruppe die Autobastler sind und man natürlich solche Sachen sehr gut über Videos erklären kann. Das heißt, der hat einen riesen Kanal mittlerweile, macht ganz professionelle Videos, hat sich dafür auch einen eigenen Kameramann, der das auch schneidet, mittlerweile eingestellt, weil das sein Verkaufskanal ist.
Ja. Und der whisky.de ist hier einfach ein weiteres Beispiel, um Sie auf eine Idee zu bringen, was man nutzen kann. Der hat ja mittlerweile, wie Sie sehen, über 51.000 Abonnenten. Der ist riesengroß. Das Ganze ist wohl durch Zufall entstanden, indem der Herr, der da unten drin sitzt, links, sich auf seinen Sessel gesetzt hat, neben einer Lampe, und über Whisky geredet hat. Er mochte Whisky, er hat ja gern darüber gesprochen. Und wie man so schön sagt, das Ganze ging viral im Internet ab, weil das hat er sehr gut gemacht und es war irgendwie auch ganz witzig. Und daraus ist dieser Kanal und dieser Verkaufskanal entstanden. Und der andere junge Herr, der mittlerweile ist sein Sohn, und die zusammen sitzen vor der Kamera, die reden nicht darüber, kauft unseren Whisky. Ja? Die reden über Whisky und die Sorten und die Herstellung, vermitteln dadurch Kompetenz und wo es überall herkommt und weisen natürlich auf ihre Produkte hin. Das macht in dem Fall Sinn, aber sind dadurch sehr gewachsen. Mittlerweile kommen Unternehmen auf die Gründer und Herren hier zu und sagen, hier stellt doch mal unseren Whisky vor. So läuft das mittlerweile. Einfach weil er diesen Kanal wahrscheinlich aus einer Idee oder Langeweile heraus angefangen hat zu nutzen und daraus ist sowas Großes geworden. Und das erzeugt natürlich massiv Reichweite, weil einmal YouTube zu Google zählt, aber so ein Kanal, wenn man da viele Videos, viel Content, sagt man, ja, also Bilder, Texte, in dem Fall Videos einbindet, für Google sehr relevant und wichtig ist. Macht aber auch nur Sinn, ja, wenn man ein Produkt hat, über das man eben reden kann, oder Produkte hat, über die sehr erklärungsbedürftig auch beispielsweise sind. Welcher Kanal und für welches Ziel? Das ist ja eine ganze Menge. Ich weise Sie auf diese Matrix hin. Als PDF kann man die sich runterladen über Kommunikation Mittelstand Digital. Da finden Sie unter Leitfaden, Sie müssen das nicht abtippen. Also Sie googeln einfach Leitfaden Social Media Kommunikation Mittelstand Digital. Und dann kommen Sie da drauf, können diese Matrix runterladen. Mal gucken, das habe ich nicht mitgebracht. Da sehen Sie alle Kanäle, Snapchat, Skype, WhatsApp, Facebook, Instagram. Mit der Zielgruppe, jung, mittelalt, also das ist dieser grüne Balken in der Mitte und noch anderen Angaben, wo sie einfach mal sehen kann, wo ist denn meine Zielgruppe, auf welchen Kanälen ist die denn unterwegs, welcher Kanal macht denn für mich Sinn? Ja? Ich denke mal, das ist eine ziemlich aufwendige Arbeit über eine Kollegin von mir entstanden und auch wenn die jetzt schon ein bisschen älter ist, die hat so immer noch Relevanz und da können sie sich ganz gut orientieren. Wichtig ist, Sie müssen Ziel haben und eine Strategie festlegen und Sie brauchen Ressourcen dafür. Ja? Also das mal einfach hier und da nebenbei zu machen, macht keinen Sinn. Das ist hier eine ungefähre Schätzung, nur 15 Minuten am Tag, 20 Minuten am Tag. Also es macht keinen Sinn, das einfach mal schnell und nebenbei zu machen. Sie müssen regelmäßig dafür Zeit haben. Und wie gesagt, es kommen ja dann auch Fragen über diese Kanäle etc., Meinungen und man muss Zeit haben dafür zu reagieren. Wichtig ist, das einfach nur so zu machen, macht keinen Sinn. Sie haben ja ein Ziel. Das Ziel ist, Kunden zu gewinnen oder zu verkaufen. Und auch wenn das Ganze natürlich mit einer lockeren Kommunikation, mit einfacheren Bildern funktioniert, sollten Sie sowas als Verkaufskanal und Marketing verstehen. Ja? Wie man das macht, wie gesagt, Sie müssen immer ein Privatprofil anlegen und über den können Sie dann Ihr Unternehmensprofil anlegen. Und dafür gibt es dann aber auch nochmal extra Webinare und Online-Seminare, die Sie nutzen können. Und es geht nicht von jetzt auf gleich. Sie brauchen Durchhaltevermögen, Sie müssen die Kunden darauf hinweisen. Das braucht eine Zeit, ehe man sich das aufbaut. Es hat eine Menge Vorteile. Sie erreichen Kunden. Sie können ja auch auf Facebook Annoncen schalten. Die kosten dann Geld, aber Facebook steuert das aus. Das ist eine schnellere Variante. Darauf, wo ich Sie hinweisen möchte, sind eher die Risiken. Es geht auch ganz schnell in die negative Richtung, ne? Also negatives Kundenfeedback kann ganz schnell abgehen. Und falsche und schädliche Inhalte auch. Also es gibt auch Kunden, die mir erzählt haben, dass wahrscheinlich mutmaßlich die Konkurrenz dahinter ist. Das ist natürlich unschön. Da muss man schauen, was man machen kann. Man kann vom Facebook auch Einträge löschen lassen, aber nur unter besonderen Umständen. Ja? Also sie sind rechtsradikal, ausländerfeindlich, es geht um Drogen, Waffen, keine Ahnung. Also sowas kann man löschen lassen, aber nur weil jemand sagt, der Service ist bei Ihnen nicht gut und so weiter, das kann man schlecht löschen.
Man darf aber nicht vergessen, dass die meisten Kunden das auch raffen. Also wenn da einer nur rummotzt, dann wird der auch ignoriert. Und oft wird der auch von der Gemeinde, also von der Facebook- oder Social-Media-Gemeinde in Zaum gehalten und gesagt, ja, gut, hast du jetzt gesagt, dass du es nicht gut fandst, jetzt beruhig dich mal wieder, ne? Geht in die eine oder andere Richtung, aber es geht auch negativ. Das heißt, ich hatte ein Unternehmen, die haben dann den Azubi oder eben einen Anfänger drauf sitzen lassen. Schlecht ist, wenn der sich der deutschen Sprache nicht richtig mächtig ist, wenn der lauter Rechtschreibfehler da rein macht, wenn der auch zu locker da kommuniziert. Sowas geht alles nicht. Ja, also das ist immer trotzdem noch Chefsache. Man kann es jemandem übergeben, der länger im Unternehmen ist, der sich gut auskennt und wo man sagt, da habe ich Vertrauen, der weiß unsere Wortwahl, der weiß das richtig zu nutzen. Ja, und es ist im Zuge einer Strategie zu verstehen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur ganzheitlich. Also das ist nicht nur Online-Marketing. Online-Marketing ist viel. Das ist ein Verkaufskanal, den man für Marketing nutzen kann. Und man sollte immer alles komplett sehen. Also wenn Sie eine Website haben, noch mit dem in Verbindung etc. pp. Dann, ich weiß, das ist schon viel. Das letzte Thema, die eigene Website. Also nochmal zusammenfassend. Bevor wir jetzt zu dem Thema sehen, Google My Business muss eigentlich jeder machen. Ja, und da können Sie schon viel machen. Da können Sie übrigens mittlerweile auch eine eigene Website erstellen. Ich habe das versucht, hat alles seine Grenzen, aber für eine ganz einfache Website reicht das auch schon. Man kann aber natürlich gerade, wenn man, je nachdem, also ein größeres Unternehmen, wo es um Finanzen geht, Investment und so weiter, da kann ich mir keine hansärmliche Website leisten. Also wenn ich Produkte, gerade teure Produkte, Qualität verkaufe, dann muss es schon professionell sein. Und wie mache ich das nun? Nun, das ist ja mein Thema, was ich jahrelang gemacht habe. Es ist nicht immer alles einfach umzusetzen, schon gar nicht, wenn einem die Zeit fehlt. Ich rede noch gar nicht mal vom Geld, sondern meistens scheitert es bei den meisten an der Zeit. Deswegen hier auch mein Rat an Sie. Wenn Sie es machen, machen Sie es bitte ordentlich und richtig. Ja, und eine Website kostet Zeit. Und auch wenn Sie eine Agentur dafür beauftragen oder einen Dienstleister, der kann für Sie die Gedanken nicht abnehmen. Ja, das muss eine richtige Zusammenarbeit sein. Das muss richtig vorschlagsmäßig ausgearbeitet werden. Weil die meisten dann zu mir sagen und sagen, ja, ich habe jetzt hier so viel Geld bezahlt und ich kriege eine Website, die gefällt mir nicht, die kann das nicht und das nicht. Meistens ist es der Fall, dass am Anfang nicht richtig darüber nachgedacht wurde und nicht richtig darüber gesprochen wurde. Ja, also eine seriöse Agentur und ein Dienstleister erkennen Sie auch daran, dass der viele Fragen stellt, dass der sich mit Ihnen einmal trifft, dass der einen Entwurf macht, über den Sie gemeinsam sprechen und sowas entsteht. Und nicht heißt ja in 3 Wochen, okay, weiß ich Bescheid, in 3 Wochen ist die Website fertig, Sie kriegen den ersten Entwurf in 3 Wochen, der gefällt Ihnen weder farblich noch strukturell alles und dann kann man es eigentlich schon gar nicht mehr ändern, weil das nochmal das gleiche Geld kosten würde. Ja? So, wichtig ist, alles, was Sie da drauf tun, ist Ihr Content. Also Text und Bilder sind Content und das ist Ihre digitale Heimat. Das ist wie Ihre Visitenkarte. Das heißt, da müssen relevante Informationen drauf. Das ist auch ein Image-Transfer, ja. Und das, was Sie da drauf tun, müssen die Themen sein, die der Kunde auch sucht, erwartet und wünscht. Und ich kann Ihnen sagen, dass wenn ich Webseiten analysiere, es immer an dem Punkt kracht. Ja, also die meisten Unternehmer kennen sich gut, kennen ihr Unternehmen gut, aber, und das muss ja auch nicht jeder können, das muss man ja lernen, können das nicht auf die Website transferieren. Oder falsch. Oder so, dass es der Kunde nicht versteht. Oder dass der Kunde ewig danach sucht. Deswegen, wichtig ist, wer sind Sie? Wofür stehen Sie? Was macht Ihr Unternehmen besonders? Welche Produkte, Dienstleistungen bieten Sie an? Wodurch unterscheiden Sie sich von der Konkurrenz und warum sollte der Kunde zu Ihnen kommen? Diese 5 Fragen sollte auf der ersten Seite beantwortet sein. Und denken Sie, es ist ganz einfach. Ich kann Ihnen sagen, in meinen Workshops mache ich das als Übung. Die Leute haben 15 Minuten Zeit, sollen die Fragen beantworten. Und bei Frage 4 und 5 kracht es heftig. Ja? Also die meisten sagen mir das Gleiche. Sie haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sie haben super Kundenservice und so weiter, wo ich sage, ganz ehrlich, das erwarte ich als Kunde. Sowas rauszuarbeiten und richtig umzusetzen, ist schwierig. Da muss man sich richtig hinsetzen. Und wenn man sowas schafft, macht man das auch mit einer Agentur oder Dienstleister zusammen. Und dann kommen auch sehr gute Ergebnisse raus. Ja, also über sowas sollten Sie sich Gedanken machen. Denn Sie bezwecken etwas mit der Website.
Also, Sie wollen entweder angerufen werden, dann muss eine Telefonnummer erstmal gut sichtbar sein. Die Kunden sollen ins Geschäft kommen. Dann kann es nicht sein, dass ich im Impressum nur Ihre Adresse finde. Ja? Termine sollen vereinbart werden. Dann kann man mit den ganzen Software, die es heutzutage gibt, und mit den ganzen Tools, die man nutzen kann und Baukästen, die man auch mittlerweile, gibt es Terminanfragekomponenten, die man integrieren kann. Bestes Beispiel, Kosmetikstudio, eine Person. Ich rufe den ganzen Tag an, weil ich einen Termin mit Ihnen vereinbaren kann. Natürlich, Sie sind in der Behandlung, aber entweder geben Sie mir ein AB, wo ich wenigstens drauf sprechen kann, damit Sie mich zurückrufen können, oder machen Sie es mir doch einfach, dass ich über die Website wenigstens eine E-Mail schreiben kann. Oder es gibt auch eine Terminanfragekomponente, die meistens mit einem, ich nenne es mal einfaches Plugin installiert werden kann in die Website. Oder wenn Produkte, das haben wir jetzt heute nicht zum Thema, aber online bestellt werden sollen, dann ist es blöd, wenn ich erst auf der Home-Seite über Sie, über uns, wer wir sind, landen. Sie wollen Produkte verkaufen, dann möchte ich einfach gleich direkt im Shop landen. Ja? Und ich habe Ihnen hier mal Beispiele mitgebracht von nur Webseiten, also die verkaufen nicht online. Diese Filzschule hier, die Aki, macht das sehr gut. Also es gibt, das ist, ich sag mal, ich glaube, ein Zwei-Mann-Betrieb, die diese Filzschule haben und über diese Kurse Geld verdienen. Und ich komme auf die Website und diese Kompetenz, dass ich da hingehen will, überzeugt mich gleich mit dem ersten Bild. Das ist das erste Bild, was ich sehe. Dieses Mädchen, das neben einer fast so großen Filzpuppe liegt. Also super und lächelt. Sehr schön gemacht. Wenn ich dabei darunter schaue, also ich habe da eigentlich nur erstmal die Info, Filzschule, weiß, worum es geht, weiß, wie sie heißt, Kurse, Geburtstag, mehr brauche ich nicht. Kind, was scheinbar begeistert ist, große Filzpuppe, wo ich mir denke, Mann, wie hat sie das Ding hingekriegt, ja? Super, überzeugt mich. Weiter unten natürlich umso mehr. Buchempfehlungen, ein kleines Video eingebunden und ganz unten läuft so ein Banner durch, der diverse Filzergebnisse zeigt. Die Tasche, der kleine Yoda, die Schultüte, ganz witzig. Also ich sag mal so, ich habe noch nicht mal auf Kurse oder irgendwas geklickt. Braucht gar nicht wissen, aber wenn die es nicht kann, weiß ich auch nicht. Und ich habe durch Zufall mittlerweile mehrere kennengelernt, die auch Nähen und Filzen anbieten. Und der Unterschied zwischen deren Webseiten ist normal, ist massiv. Ja? Und ich würde natürlich immer, wenn ich auf so eine Aki-Seite komme, hier die buchen, weil ich mir sage, ja, die hat es drauf, die bringt mir was bei. Wunderbar gemacht, diese Seite. Und da ist nicht viel Feature bei. Ja? Also es gibt hier einen kleinen Film, Buchempfehlung, ein paar Fotos. Jetzt ein schönes Beispiel oder eher ein schlechtes Beispiel für ein Thema, wo man sich das nicht leisten kann. Finanzen, Finanzierung, Versicherung. Also hier steht Willkommen in der GmbH und dann netter Text. Wir sind kompetenter Partner, wenn es um Baufinanzierung, Kapitalanlage und Versicherung geht. Fühlen Sie sich gut informiert auf unserer Homepage und vielen Dank für Ihren Besuch. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Erstes, was sagt das Bild aus? Eine Pusteblume. In Verbindung mit Finanzen, Finanzierung und Versicherung. Geht gar nicht. Ich muss ja assoziieren, dass die mein Geld in die Luft pusten. Dann, warum fühlen Sie sich gut informiert? Von was soll ich mich gut informiert fühlen? Ich habe diesen Erklärfilm mir angeguckt, der ist fürchterlich. Und dann steht, vielen Dank für Ihren Besuch. Das ist eine Verabschiedung oder für, kann man an der Tür, wenn man wieder rausgeht, hintun, ja? Und der Text klingt wie bei so einem Anschreiben in so einem maximal noch Newsletter, ein Businessbrief. Also ich kann ja nicht, wenn es um Geld geht, ja, und ich will Vertrauen aufbauen, nicht ein Bild mit einer Pusteblume nehmen, die Website so schlecht darstellen, dass ich gar nicht das Gefühl habe, die sind kompetent. Die sind vielleicht kompetent, die Leute, aber die Website wirkt nicht kompetent. Ja? Ein anderes Beispiel, Ella und Paul, können Sie mal nachschauen, das ist auch eine sehr süße Website. Das ist eine Stofftiermanufaktur. Ich komme auf die Seite und nur mit diesem Bild erklären die mir ihr Produkt. Ja? Also, Kind zeichnet Bild, ich lade es da hoch. Die stellen dieses Einzelstück her als Kuscheltier. Und Kind ist happy und kriegt sein eigenes gemaltes Kuscheltier. Die Dinger kosten übrigens um die 60, 80 Euro. Sie können ja auf der Seite gucken. Ganz viele tolle Beispiele mit Bildern eingefügt. Social Media mäßig sehr gut gemacht. Klar, es ist ein Unikat,
dementsprechend teuer. Aber es geht ja hier auch um eine ganz spezielle Zielgruppe. Also es werden hier Eltern angesprochen und es ist ein spezielles Geschenk. Und so ist die ganze Seite aufgebaut, ohne lange Erklärung. Wenn man weiter runter guckt, gibt es noch ein Video, da wird einfach mal dargestellt, wie das gemacht wird. Aber ich bin auf der Startseite. Ich kriege jetzt keinen massig Text. Ich kriege durch dieses große Bild und noch maximal Zeichnen, Hochladen, Freuen eine kleine Unterstützung, um was es hier geht. Sehr gut umgesetzt. Ich habe Ihnen das hier auch nochmal mitgebracht. Gute Bilder unterstreicht Seriosität und Vertrauen. Das haben ja viele anscheinend schon genutzt. Ja, immer mit dem Beispiel, Vorlage, gleich Ergebnis. Der Nutzer weiß sofort, was hier zu kaufen geht. Und ich finde mich ganz schnell über die Bilder als auch über die Navigation zurecht. Schöne Vorlage, einfach mal anschauen. Ein Beispiel von einem mittlerweile größeren Unternehmen, wie man, wenn man keine Werbung machen kann, erfolgreich sein kann. Noblego ist ein Unternehmen, das Zigarren verkauft und Content par excellence genutzt hat. Denn bei Genussmitteln, ja, also Alkohol, Tabakwaren und so weiter, darf man ja keine Werbung machen. Das heißt, es ist schwer, einen Online-Shop, in dem Fall ist es ein Online-Shop, Website aufzubauen. Und wo soll ich meine Kunden herbekommen? Ja, ich darf keine Werbung schalten, was man ja am Anfang vielleicht erstmal täte. Und was machen die? Die haben halt Videos gemacht und über Zigarren geschrieben. Also nicht über den Verkauf, sondern wo werden Zigarren hergestellt, wie, also dieses Blätterpflücken, wie werden die gebunden, was gibt es für unterschiedliche Zigarren, haben ein Lexikon geschrieben. Über dieses Lexikon sind Suchbegriffe drin, die für Google relevant sind. Und man, jeder ist praktisch auf diese Website dann auf einmal gekommen und nicht mehr bei Wikipedia gelandet. Dadurch hat der Shop Bekanntheit erlangt, dadurch konnte er in die sozialen Medien und hat seine Kunden dadurch gefunden. Ich will nur sagen, das ist das, was ich den Unternehmen immer predige. Sie müssen nicht Geld investieren für Werbung. Macht oft Sinn, kommt drauf an, aber man muss erstmal gut sein, man muss erstmal seine Hausaufgaben machen. Und Noblego hatte noch nicht mal die Möglichkeit dazu. Es sind 3 oder 5 Jungs gewesen, die im Studium dieses Projekt hochgezogen haben. Und sich Gedanken gemacht haben, was kann man tun mit Bilder, Texten, Erklärungen, viel Wissenswertes, sich das hier geschaffen haben. Auch einfach mal anschauen, wenn Sie sagen, ich weiß ja gar nicht, was ich alles auf meiner Website schreiben soll. Also wenn Sie hier sehen, wie viel man über Zigarren schreiben kann, dann wissen Sie, dass Sie mit Sicherheit sehr viel bei sich auch selbst schreiben können. Wichtig ist bei Webseiten, Sie können gerne Fotos selber machen, wenn Sie es gut können. Ja, aber investieren Sie bitte in gute Fotos. Es gibt ja mittlerweile auch eine Menge kostenlose Fotos, die Sie über Pixabay und so weiter beziehen können. Es ist aber auch nicht schlimm, mal ein bisschen Geld für Fotos auszugeben. Also 9 € für dieses eine Bild. Ich sag mal, ein Fotograf verlangt mehr für ein Bild, was er macht. Wie gesagt, Pixabay und Co. sind kostenlos nutzbar mit einer freien Lizenz. Und es ist auch möglich, natürlich ist das Angebot etwas kleiner da, als wenn Sie eins kaufen, da haben Sie viel mehr Auswahl. Aber oft reichen auch die frei zugänglichen Fotos. Wichtig ist, keine Fotos irgendwo klauen, das kommt Sie richtig teuer zu stehen, nämlich es geht um Urheberrecht, Bilder und Texte dürfen Sie nicht woanders hernehmen. Die sind urheberrechtlich geschützt und es kann teuer werden. Bei Bildern ist Ihnen das wahrscheinlich klar. Ganz wichtig, Texte. Wenn Sie einen guten, schönen Text auf einer Website von jemand anders finden und denken, das ist super, den nehme ich, kopiere ich einfach. Nein, auch Texte sind urheberrechtlich geschützt. Da gibt es, also wenn Sie es genauer wissen wollen, dann müssen Sie einen Anwalt fragen. Man muss, ich glaube, mindestens 20% verändern, dann ist es das eigene Werk. Aber das ist alles schwierig. Ja? Also besser ist gerne die Konkurrenz screenen und andere angucken, aber den Text selber schreiben. Ein paar abschließende Tipps und damit sind wir am Ende ganz gut durch. Dann gucke ich noch, ob Sie Fragen haben. Sie können mir also jetzt noch Fragen gerne stellen und reinschreiben. Was ich gesagt habe, Google My Business halte ich für unumgänglich, wenn Sie mit Agenturen zusammenarbeiten. Sie sollten wissen, wer Sie sind und für was Ihr Unternehmen steht. Sonst kriegen Sie kein gutes Ergebnis. Die Website ist wie eine Visitenkarte zu verstehen und Social Media ist Marketing. Auch wenn es da lockerer mit Formulierungen und Bildern von sich geht.
rechtliche Anforderungen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das wirklich Unklarheiten mit Anwälten und Profis abzuklären. Also auch diese Generatoren, die es im Internet gibt, mag sein, dass die richtig sind, ich weiß es nicht, aber wenn sie fehlerhaft sind und sie kriegen eine Abmahnung, dann wird es teuer. Ja, also lassen Sie einen Profi drüber gucken und lassen Sie auch einfach mal, also gern auch Ihren Google My Business Eintrag durch Freunde und Bekannte anschauen und testen, dass die Ihnen nochmal Feedback geben. Du, vielleicht kannst du hier noch das hinschreiben oder so, oder das verstehe ich nicht. Sowas ist Gold wert. Und für die Pflege, also gerade bei einer eigenen Website, aber auch für Facebook und Co., Sie brauchen da Zeit. Es hört nicht auf. Auch die Website ist ein andauerndes Projekt und Sie müssen sich dafür Zeit freischaufeln oder brauchen eben Unterstützung. Von daher hoffe ich, dass ich Ihnen viel mitgeben konnte. Es ist nur ein Überblick. Vieles davon lernt man nach und nach, auch Learning by Doing, ausprobieren. Es gibt, wie gesagt, weitere Angebote, die Sie auch über die IHK Regensburg finden oder auch über das Kompetenzzentrum. Wir hätten gern Feedback. Sie können das über diesen Link machen, aber Sie werden am Ende jetzt auch gleich noch weitergeleitet. Meine Kontaktdaten kriegen Sie dann auch, wenn Sie noch Fragen haben. Und ich schaue jetzt einfach mal rein, ob Fragen von Ihnen gekommen sind, jetzt schon. Ach so, ja, okay, ich habe hier ein paar Fragen, die gehen wir jetzt mal durch. Also, Stellung nehmen zu negativen Bewertungen. Kommt drauf an, was es ist. Stellung nehmen heißt, also es sei denn, es ist jetzt grob falsch, dann kann man das korrigieren. Wie ich sage, keine Diskussion dort nehmen. Also wenn jemand sagt, ich finde den Kundenservice oder dies oder jenes nicht gut, dann ist es seine Meinung. Und wenn die sachlich formuliert ist und nicht total unsachlich negativ formuliert, dann, wie gesagt, würde ich sagen, das tut uns leid und vielleicht können Sie uns nochmal kontaktieren und so weiter. Und dann, wenn man mit dem wirklich noch ins Gespräch über E-Mail oder Telefon kommt, kann man vielleicht mal einen kleinen Goodie als Wiedergutmachung anbieten. Ich würde aber nicht in dem Forum oder bei Google Maps einfach reinschreiben, ja, melden Sie sich bei uns, dann kriegen Sie einen 5-Euro-Gutschein, weil sonst machen das alle, geben Ihnen negative Bewertungen, wollen den 5-Euro-Gutschein haben. Stellung nehmen, das können Sie natürlich, wenn etwas wirklich grob falsch ist. Das müssen Sie nicht so stehen lassen. Aber wie gesagt, sachlich und unpersönlich und so, dass man merkt, es greift, Sie haben nicht das Gefühl, Sie nehmen das zu persönlich. Ja? Benutzen wir unser persönliches Google-Konto oder richten wir ein exklusives Konto für Google My Business ein? Wenn Sie schon ein Google-Konto haben, dann können Sie das selber nutzen. Und zwar, wenn Sie oben rechts bei Google eingeloggt sind, so habe ich das auch gemacht, dann gibt es dieses Aufklappmenü oben rechts über diese 9 kleinen Punkte, die im Kreis dargestellt sind. Und da müsste es praktisch diesen großen Google My Business stehen, wo Sie drauf, also wie so ein Icon, wo Sie draufklicken können und da kommen Sie dann rein und können das anlegen. Das können Sie über Ihr bestehendes Google-Konto machen. Preis, ich weiß jetzt nicht, was, Herr Rossmann, Sie müssten mir sagen, für was den Preis, also Google My Business ist kostenlos. Genau, dann habe ich hier jetzt, es war ausgezeichnet, herzlichen Dank, das freut mich natürlich, danke für die Information, sehr guter Überblick. Ich bekomme ja jetzt ganz viel super tolles Feedback. Das freut mich natürlich. Wie gesagt, es gibt auch noch die Möglichkeit, mich oder uns über Unternehmenssprechstunden oder die IHK Regensburg, die da auch berät, zu kontaktieren. Jetzt gucke ich nochmal nach thematischen Sachen. Muss man bei Instagram ein Impressum haben? Ja, müssen Sie. Steht auch in der Broschüre drin, die ich Ihnen da mit einem Screenshot reingetan habe und mit dem Link. Da steht ganz genau drin, sind Sie in der GmbH, dann so, sind Sie in der GbR, dann so. Ach so, 360-Grad-Foto, Kosten. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, es kommt drauf an. Also wenn es kommt auf die Größe Ihres Ladens an, ja. Und ich hatte einen Kunden, der hat 3 Filialen gemacht, für die 3 Filialen hat er 900 Euro gezahlt. Also die Sachen, die ich jetzt gehört habe, wenn es nicht sehr, sehr groß ist, sind es die 200 Euro plus minus die Sie zahlen für, wenn Sie so einen Fotograf beauftragen. Aber das ist ganz einfach. Sie brauchen einfach nur einen Fotografen anrufen, fragen, ob er die 360 Grad Google Ansicht bei Ihnen machen kann und fragen ihn, was er kostet. Und dann wird er wahrscheinlich wissen wollen, wie viel Quadratmeter Sie haben und wie viele Räume Sie haben. Es ist
ist wirklich im Verhältnis nicht teuer, weil wenn ich daran denke, dass ich für ein paar professionelle Fotos schon 200 € zahle, finde ich das jetzt nicht so schlimm. So, es tippen noch gerade welche. Ich warte gerade mal. Ich gehe noch mal kurz durch, ob ich was übersehen habe. Genau, es tippen gerade noch zwei. Es steht gerade, hallo Herr Rossmann, ich kann Ihnen den Kontakt aus Regensburg vermitteln. Da ist wahrscheinlich der Fotograf mit gemeint, zum 360-Grad-Foto. Genau. Das ist doch super. Da kriegen Sie dann sicherlich über die IHK einfach nochmal eine kurze Nachricht mit E-Mail. So gehe ich davon aus. Genau. Genau. Herr Rossmann sagt gerade Danke. Super. Dann kann man darüber auch noch den Kontakt vermitteln über die IHK Regensburg, wer da gerade ein Fotograf ist und wer sowas macht. So, jetzt schaue ich mal. Es tippen noch welche? Gibt es im Nachgang die Präsentation? Ja, hatte ich am Anfang gesagt. Ich werde sie der IHK Regensburg zur Verfügung stellen. Alle, die sich da angemeldet haben, die kriegen dann die E-Mail mit meiner Präsentation als PDF. Das ist gar kein Problem. Nur ich kann sie Ihnen natürlich nicht schicken aus Datenschutzgründen. Das macht die IHK. Dann ist noch die Frage, können Sie uns eventuell Quellen zur Vertiefung des Themas digitale Sichtbarkeit vorstellen? Also die Quellen in dem Sinne, also alles, was ich da reingestellt habe, das kriegen Sie ja im Nachgang. Da können Sie sich praktisch die Live-Beispiele, Webseiten, alles, was ich an Screenshots reingetan habe, einfach selber angucken. Und das, was ich da natürlich zusammengestellt habe, das kommt von mir. Also das sind natürlich meine Erfahrungen, meine Beispiele, wo ich dann einfach im Internet selber recherchiere, wo ich gute Beispiele für Sie finde, um Ihnen das zu erklären. Aber grundsätzlich, also Sie müssen an die IHK nochmal rantreten und fragen, was es da nochmal gibt über die Kompetenzzentrum Handel-Website. Also die ist ja auch als Link dahinterlegt. Finden Sie eben Leitfäden und Präsentationen zu diesem Thema zum Runterladen. Ist alles kostenlos. Ja, ich soll noch mein SEO-Webinar empfehlen. Wie gesagt, es wird noch weitere Webinare, Online-Seminare werden noch stattfinden, auch zum Thema SEO, das ich wahrscheinlich jetzt nicht machen werde. Aber es wird zu all diesen Themen, also für Leute, die dann schon weiter sind, die diese digitale Grundsichtbarkeit schon haben, um die geht es dann um Themen wie optimiere ich die Website, meinen Online-Shop und ganz besonders Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Dazu mache ich normalerweise auch was und weiß auch viel darüber. Ich weiß nur nicht, ob ich das machen werde. Werden wir mal schauen. Aber für Leute, die schon ganz gut aufgestellt sind, war das heute definitiv dann zu wenig. Und für die geht es dann um ganz andere Themen. Und da kann ich das Thema Suchmaschinenoptimierung, da geht es noch nicht um gekaufte Anzeigen bei Google, sondern nur um die Optimierung der eigenen Website, des Online-Shops, auch Google My Business zählt dazu. Um diese Themen geht es da, was mache ich da, um was muss ich da achten? Und genau, diese Sachen sind dann die nächsten Schritte für jemand, der dann etwas weiter ist. Herr Raab von der IHK Regensburg schreibt mir gerade, am 7.7. ist das Webinar bezüglich SEO-Einstieg, das noch angeboten wird. Also da können Sie praktisch über die IHK Regensburg-Website unter Veranstaltungen das auch nochmal sehen. Aber das könnte man vielleicht tun wir das auch nochmal in die E-Mail schreiben, die an die Teilnehmer mit meinem Handout dann rausgeht. Es wird weiter noch getippt. Okay, jetzt doch nicht mehr. Gibt es noch weitere Fragen? Ich warte noch einen kurzen Moment. Also wie gesagt, wir beenden jetzt gleich die Veranstaltung. Nicht wundern, Sie werden dann automatisch weitergeleitet, um die Veranstaltung zu bewerten.
Bitte seien Sie auch ehrlich. Es geht darum, eben auch ein Feedback. Wir haben vorhin gerade darüber geredet, ein Feedback fürs Kompetenzzentrum auch eben zu bekommen. Wir sind natürlich auch Verbesserungen aufgeschlossen. Seien Sie da ruhig ehrlich. Und das Handout, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es diese Woche klappt. Spätestens nächste Woche per E-Mail geht Ihnen das dann zu. Darüber können Sie dann die IHK nochmal gerne kontaktieren, wenn es Rückfragen gibt. Meine Kontaktdaten sind da auch drinnen, sollten nochmal Fragen im Nachgang sein. Kann Herr Raab oder die IHK Regensburg da auch gerne nochmal vermitteln, sofern Sie mögen. Also kann ich Ihnen jetzt erstmal nur. Jetzt sehe ich gerade noch eine Frage. Genau. Das Recht bei kostenlosen Bildern, wenn man die Quelle im Impressum angibt, oder muss das direkt neben dem Foto stehen? Das ist eine gute Frage. Das habe ich selber letztens recherchiert. Also angeblich, was ich recherchiert habe, reicht es im Impressum. Ich sage Ihnen eins, was ich mache. Ich tue die Quelle, also Pixabay, und dann den Fotografen. Die haben ja meistens so komische Kürzel wie CK, weiß ich nicht, CK Geo oder wie sie alle heißen. Ich tue es immer noch mit am Bild direkt angeben und tue es hinten im Impressum auch noch mal rein. Laut Pixabay ist es so, dass nur Pixabay als Quelle angegeben werden muss und nichts weiter. Ich mache es deswegen, weil ich immer so ein bisschen Sorge habe, was ist, wenn das Bild auf einmal irgendwann was kostet. Ja, das sollte nicht der Fall sein, aber der Fotograf hat ja das Recht, das Bild wieder rauszunehmen und irgendwann gewerblich wieder freizugeben. Deswegen schreibe ich mir das immer auf, tue es aufs Bild direkt drauf. Dann können Sie nichts falsch machen. Laut Pixabay ist es nicht notwendig, Sie müssen es nur im Impressum angeben. Genau. Herr Raab schreibt gerade gegebenenfalls auch noch an die Open Graph Tags denken bei den Bildern. Genau. Okay, ich würde sagen, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann kann ich mich jetzt erstmal nur für die Aufmerksamkeit bedanken. Meine Kollegin, die hier im Backup die ganze Zeit hinten war, die wird das Seminar jetzt schließen und Sie werden weitergeleitet. Und wie gesagt, spätestens nächste Woche geht Ihnen dann das Handout zu. Ich freue mich, dass so viel positives Feedback kam und Sie was gelernt haben. Ich hoffe, weil ich vermisse es ein bisschen, die Präsenzveranstaltung, weil der Dialog da einfach besser möglich ist, dass das bald wieder möglich sein wird. Wünsche Ihnen einfach, dass Sie gesund bleiben und vor allen Dingen erfolgreich mit Ihren Geschäften. So wie ich sage, es gibt immer eine Lösung. Kontaktieren Sie Ihre IHK bei der Suche nach Digitalisierung und weiteren Themen. Und ja, verbleibe dann einfach und wünsche Ihnen einen guten Nachmittag. Und Herr Raab schreibt auch gerade noch vielen herzlichen Dank im Namen der IHK an Frau Paul und an alle Teilnehmer. Dann tschüss.